Ui! Hallo, hallo, hallo. So, wunderschönen guten Abend, meine Kinder. Kuklu, moin, moin. Tag, merhaba, selamu alaikum. Oh, gute Lied. Hallo. Tag, Sam. Yo, was geht ab? Okay, ich muss das nochmal verschieben, Alter. Ich lasse das hier so, oder? Bin noch nicht ganz zufrieden damit. Hallo, hallo, hallo. Tag, tag, was geht ab? Grüße. Memo, wann kommst du mal wieder, Epi? Der Dr. Chuck hat auch schon gefragt nach dir. Wir bleiben Adlines und Rosa Parks, eh die besten Lieder von Outkast. Immer mit der Ruhe, Leranta. Ruhe. Heute ist Sonntag, heute wird gechillt. Okay? Mir geht gut. Ich hoffe, dir auch, Memo. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ja, was? Ja, ja, Junge, was ist los, ey? Heute ruhig, auf jeden Fall. Heute ist Sonntag, Alter. Heute muss mal ruhig werden. Das kann ja nicht. Kann ja nicht wahr sein, Alter. Chillen ist was für Anfänger. Fuck you, mate. Du wirst echt angeschrieben, Karen, von wegen, yo, ich kann mir keinen Zap leisten oder so? Da müssen wir da mal eine Ansprache halten, dass das nicht ernst gemeint ist. Müssen wir echt mal machen. Morgen kommt neuer Internetbrudi. Ich versuch später aber mit alter Router. Ach so, hast du einen neuen Vertrag gemacht, oder was? Nix mit ruhig, ich will Action sehen. Klappe, Mama. Es passiert das, was passiert. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Wir werden es dir auf die Nase binden, dass es ruhig gehen soll. Ich weiß nicht mal, ob ein Pinsel heute da ist. So, Mila muss noch essen, das heißt, ich bin gleich erstmal alleine. 1 GB Leitung, uiuiui. Hatte einfach nicht mein Wallpaper genommen, bin sehr enttäuscht und werde heute Abend keine neue Kerze in deinen Altar stellen. Oh mal, dein Wallpaper war ein Droll. Heul doch, halt's Maul. Obelix, Dankeschön für den Gifte Zap an Milchreis. Und MDK, Dankeschön für die Resub im 52. Monat und Stufe 3, wie immer. Vielen lieben Dank. Und Swiss TV, Dankeschön für den Prime Sub im 37. Monat. Oh, hallo Jesade. Geht's euch gut? Was gab es heute zu essen, Alter? Luigi, Dankeschön für den Prime 29. Hallo! Wunderschön, Chinoriu. Eine Viertel Semmel, frühs. Hühnersuppe. Und Distri, Dankeschön für den Prime im 37. Monat. Erasco, Best, Erasco. Ich hab das Wallpaper mit Patrick und Mr. Krabs und so genommen. Wo, was im Discord, oder was? Baguette, Schweinesuppe, Memolade wieder scheiße, Alter. Würstchen, Gulasch, Burger, aber selbstgemacht, ui. Hallo, Hövel. Mach grad Burger. Und hallo, Benzo. Brot und Wasser, ich hatte Döner und es war der leckerste seit Ewigkeiten. Gibt doch gar keinen leckeren Döner mehr. Alles scheiße, Alter. Einfach Patrick, Junge, Pan, ja, Patrick halt. Pizza, Oma hatte Pizza. Lass mich raten mit Ananas. Doch wenn du eine Dönerbude hast, die Spieße selbst im Hause machen, dann ist das sehr geil. Haben wir aber hier nicht. Glaube ich, weiß ich nicht. Ich habe lange keinen Döner mehr gegessen. Banana? Was gibt's kein leckerer Döner? Ja, Salami, ich mach dir eins, du wirst lieben. Ja, ja, komm. Junge, Alter. Du hast auch einen richtigen Pfeil im Kopf, ne? So. Hallo, Oma. Hallo, Esade, Miss Lieberleinchen, Chef von Twitch, Hövel, Benzo, Black Moondog, Swiss TV, Only DNL, Karim, hallo,
Matty, Yoko, Venom, hallo. Memo, hallo. Pew Pew, hallo. Fake Goofy 719, hallo. Shady, hallo. Chrisse, hallo. Alina, Orkan, Merhaba. Mr. Pony. Pomeran, Dayfix, hallo. Loco, Akuma, Dandy. Ginuin. Ach, Jan, Alter. Hallo, Jan. Passi, Zerxel, Streiter. Stalker, hallo. Cream Cookie, King Bro, Too Strong. Deluxe Kreis, hallo. Eswer. Oder, ja, Eswer oder. Bruder. Tobi Pasta, hallo. David, hallo. Flodo Beutlin, Alter. Marinesoldat, Papierkorb, Dead Jumper, Rados, Rexis. Karl. Oder Kael. Schuh. High X Hero. Winnie Honey. Halleck, Audifahrer, Swiss TV. Tiger, Philo, Svenske, hallo. Zack, hallo. Nelia, hallo. Nofek, hallo. Daisho, hallo. Obelix, hallo. Loco, hallo. Nenn doch einfach alle Dieters, viel entspannter. Nein, Mann. DJ Thermes, hallo. Kip Kappa, hallo. Holy Häuser, hallo. Holy, ich glaube, du kannst die Emotes nicht mehr machen. Kann sein, dass der Chat rumbackt. Antichrist, hallo. Und Blabla, hallo. Monster Eis, hallo. Push von rechts, Dach in der App, was ihr da habt. Jazz, vielen lieben Dank für deinen Prime-Sub und herzlich willkommen in The Curtis Nation. Ausrufezeichen Pizza in den Chat. Möge das wieder auch niemals untergehen, Alter. Nochmal hallo, Svenske, hallo. Wer ist noch da? Nicht so schüchtern. Bobotet, hallo. Hi, X-Hero, Dankeschön für den Gifted Sub an DJ Thermes oder Thermes. Dankeschön. First-Time-Chatter, Oma Sandra hält die Klappe und küsst mich. Nein, ich bin da, ja, Karen, nur. Hallo, T-Frosch, Braindriver, hallo. Double X, hallo, Tagzam, hallo, Veluro. Wer ist noch da, wer ist noch da? Zeigt euch, McLovin, hallo, McLovin. Ich esse gerade Backviech. Du hast Fisch falsch geschrieben, Bruder. Dame One, hallo. Wunderschönen guten Hallo an diesem wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, ihr habt alle ausgeschlafen. Bäckermeister, hallo. Schunariena, Nabend, Cloud, hallo. Backfisch, Taki, Never Lucky, Tachzam, Jazz, hallo, mit Winke, Winke. Artis, Arin, hallo. Rack, Jaxa, hallo. Dirk, the Boss. Wo ist der Peter Klauser, Alter? Nie da, Junge. Jakritsch, hallo. Bei Lippe, guten Abend. Und Che, hallo. Solid, hallo. Pyro, hallo. Wo ist Peter Klausen mit seinem Hihi, Alter? Hallo, Grillzange. Odin, hallo. Jantet, was geht ab? Chef, was geht? Wie läuft das Billbox, Junge? Bist du eigentlich verwandt mit Knistern? Nee, nee, nee. Quatsch. Sag mal. Hallo, Todi. Todi. Pio Paul, Dankeschön für den Wisdom am 44. Monat. Entspannt. Halt die Klappe, Kim. Wird heute wieder wild? Ne, heute wird ruhig. Wer ist denn Anwesenheitsliste? Meldet euch lieber. Sonst Brief nach Hause. Ist so. Bin der Vater vom Pinsel, Alter. Als ob. Wie? Wie, Bäckermeister? Wird immer ruhig. Grüße, Bergi. Hallo, Distri. Wer fehlt noch? Black Dog, hallo. Chris, hallo. Peter Klause fehlt. Melde mich zum Look. Alles klar. Ei, ei, Chef. Jeder Stream ist ruhig, ist es doch. Hallo, Just Freezy und Filzer, hallo. Oh, Karim ist doch okay, Bruder. Juri hat gefehlt. Stimmt, Juri ist da. Hi, Happen, hallo. Und Lazarus ist auch einer. Hallo. Auch einer, auch da. Castello ist auch da. Chris Anthem fehlt. Ice-Tea Zitrone, hallo. Und Bizzle. Und Blitzlike fehlt. Und In Your Face Ryan ist da. Knall weit. Hände knallt, was geht? Dann für die Mode, Bruder. Ach, von Heideltrott. Kreis, aber, hallo. Ja, erst jetzt zum dritten Mal, hallo. Big Bird Prey, hallo. Habibi.
Und nun FIFA, geil Packs aufmachen. Ich würde nicht mal 1 Euro da rein investieren. Ich habe gestern, wo war das? Gestern Reddit. Gab es jetzt nicht gestern oder so einen Bug bei FIFA, da konnte man sich irgendwie diese Coins ercheaten, die man eigentlich nur für Echtgeld bekommt? Irgendwas war da doch gestern. Wer hat Insiderwissen von euch? Cornflakes, hallo, Bolzer, hallo. Irgendwas war da. Hab ich das gesehen? Reddit oder TikTok, Alter, irgendwie so eine Scheiße. Was für ein Lied, Junge. Boah, ich bin stolz auf euch, dass ihr mit dem FIFA nichts zu tun habt. Gut, Daumen hoch, Alter. Hallo Jazzkid und Big Nitro, hallo. Ja, Bug, wieso Glitch? Ja, war irgendwie ein Dings. Irgendwie so ein Bug-Glitch. Keine Ahnung, Alter. Ich bin schon wieder komplett verwirrt. Ist mal warm werden hier. Anti-Fußball-Gang. Mein Freund kann deine Stimme so geil nachmachen. Das freut mich. Ich habe alle keine Zeit für FIFA, weil Casino. Ich dachte, hier im Chat sind alles Kicker. Aber du brauchst ja nicht unbedingt einen Fußball dafür. Hallo, on the run for 20. Selbst Memo Obby hat das erste Mal seit FIFA 98 kein FIFA gekauft. Gut, gut. Hallo, Naughty Utah. Meinst du, halt neue Need for Speed wird gut? Ist das nicht so ein Remake? Nein. Was, nein? Remake oder ob es gut wird? Aber ich denke mal beides nein. Ja, Need for Speed wird gut. Black Snake, bei mir ist alles gut, ich hoffe bei dir auch. Hallo Big Cello. Hat doch diese Anime-Grafik. Ich habe noch keinen Trailer gesehen. Aber ich habe drüber gelesen. Hallo Giffy, willst du New World schon runter? Und wofür willst du einen türkischen Account besorgen? Wegen den 1-Euro-Trans-Dinger da oder was? Giffy sucht momentan MMORPG, was er zocken kann. Lea Lee, hallo. Wann kommt das zu Peace? Keine Ahnung, Bruder. Ja, lad mal runter. Ich habe ja auch noch ein bisschen Plan davon. Hallo Bungi. Ich kann dir erklären, was du machen musst. Bist du schon mal auf Manfred Lensch getroffen? Ja, 1-2 Mal. Hallo Dodo. Und Nippler, hallo. Und Freaky, hallo. Mach Duftkerzen noch, dann gehen wir rein. Also keine Sorge. An die RP-Verrückten. Für Trans und die Skins sind günstiger. Black Desert, Bock das? Hab ich noch nie gezockt. Ich warte auf Throne in Liberty. Und Harry Potter. Endlich Pommes. Ja, Mann. Was ist denn heute? Heute ist das Wrestling-Ding, ne? Da weiß ich aber nicht, ob wir da hingehen, Alter. Was ist heute noch? Ansonsten könnten wir mal echt im Dienst gehen. Die kürzeste Stimme hat meine Schulzeit geprägt und ich kann sie so gut nachmachen. Du bist einfach ein Gott. Aber ich bin genauso Mensch wie du, Alter. Aber Dankeschön. Wende, Dankeschön für den Reset im 17. Monat. Wrestling ist Dienstag, aber heute ist doch irgendwie so ein Kampf oben. Heli fliegen darf ich nicht mehr, hat der Chuck mir gestern verboten. Ey, alles Gute zum Geburtstagsschnapper. Hab mich auf Sektor beworben. Ich wünsche dir viel Glück. Achte darauf, dass dein Mikrofon keine Störgeräusche hat. Weil dann, sonst landest du sofort im Aufzug. Hallo Schwester Kusch. Ne, das hat nichts an sich fällt mit dem Mikrofon an sich zu tun, sondern mit den Einstellungen, was bei dir im Hintergrund läuft und so, ne? Gibt doch Leute mit einem Shure SM7B, das klingt grauenhaft. Hör mich an.
Genau, man sollte die Tastatur nicht hören und allen möglichen Kram. Und setz dich mit der Tastaturbelegung auseinander. Hab mich auch beworben. Ja, super, super. Klingst wie ein Gott, Junge, übertreib nicht. Ich hab den Tipp für eine leise Tastatur, mechanische Tastatur mit. Boah, lass mich nicht lügen, ich weiß gerade nicht, welchen Switch es ist. Oh Mann, weiß ich gerade nicht. Nur Katzen im Hintergrund sind erlaubt. Ja, genau. Wie bei mir. Cherry, das sind die roten, glaube ich, ne? Hallo Berux, ich hoffe, dein Urlaub war gut. Ach, die Lieder sind noch kacke, Alter. Einfach Fluss aufmachen und dann machen wir einfach das hier auf. An. Shadow Moses, danke schön für den Resub im 53. Monat. Guten Abend wünsche ich dir auch. Hört man bei mir die Tastatur? Das weiß ich gar nicht. Ich habe extra die Switches genommen, die richtig laut sind, weil ich das mag. Warum fragst du denn, Dieter? Willst du auch ins RP rein oder was? Ja, war gut, Berux, freut mich für dich. Was geht ab, Schalt bis. Ach du Muck nicht, sonst verspielt Zeit die Klappe, Junge. Ich gehe jetzt ins Zepp, ja. Wenn die Omi so nett ist, kann sie ja schon mal umschalten. Hallo Lubu Jinx. So, ich starte jetzt. Bin schon 5 Jahre mehr, Pia, aber Donnerstag Kaffeetasse. Spielst du selber auch? Oder guckst du nur zu? Loco ist einfach zu schnell. Und Karim. Mein Gott. Hallo Stone Gangster. Bei Growth OG habe ich was verpasst. Das ist nur Bait-Titel. Sneaky. Schreib doch immer irgendeinen Quatsch in Titel rein. Ich hab schon 15 Minuten drauf, Oma. Für Sauron, Alter. Let's go. Hallo Lemuran. Eieiei. Loco hat sich ein Makro dafür gemacht auf der Maus. Aber würde ich fühlen, es gibt doch schon eine Grove. Und Bruder, jetzt mal ganz ehrlich, oder Schwester. Das haben wir doch schon alles durch. Wäre doch langweilig. Außerdem ist das Crime of Sektor nichts für mich. So wie die guten Jungs und Mädels das spielen. Spiele selber, aber auf verschiedene Server. Aktuell Family. Family? Auf Family Live, oder? 5M? Beim Skurrus? Was ist eigentlich mit Goofy und all? Mit wem hast du eigentlich noch so Kontakt von früher? Goofy, Bomfer Memo, Jamar, Demba, Cooper, Johnny, Salty, Lucky, Amila natürlich. Boah. Ich glaube, das war's eigentlich. Ja, Platte und so, aber ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Also die ganz, ganz alte Crew nur noch. Rakim. Stimmt, Rakim. Ach, Dieter, ich bin doch nicht böse, wenn du bist du verrückt. Ich hab nichts gegen Family Life. Aber ich würde dir raten, wenn du auf den 5M-Server gehst, auch nur da zu spielen. Oder auf Yuri sein. Meid alle anderen, glaub mir. Hallo, Bier. Hast du vorher schon mal Medic AP gemacht? Nö, das war das erste Mal. Hast du einen Favorite Designer, Creator bei Wallpaper Engine? Hast du immer schöne Sachen? Ich suche die Sachen selber raus. Die sind nicht vom Wallpaper Engine. Ich bin auf Reddit und so ein Shit unterwegs. Da finde ich das. Im Discord habe ich einen Wallpaper-Channel, da sind einige hochgeladen. Mrs. Vio, Dankeschön für den Prime-Sub im 7.
Ja, weil das sonst wieder persönlich wird. Was wird persönlich? Ausrufezeichen Discord. Genau. So, ich mach das aus. Wenn du zwischen den Server wechselst. Ja, nicht nur das. 5M ist eh immer so eine Sache. Hallo, Lebites. Aber Family Life ist ja ein ganz guter Server, soweit ich da mitbekommen habe. Ansonsten gibt ja noch Juri seinen Server bald. Ich glaube, Mitte des Monats soll der kommen. Releasen. Das ist sogar ein Rakim-Supporter. Wie schwer ist Whitelist beim Juri? Keine Ahnung. War einfach, denke ich mal. Wie cool ist das bitte? Ich glaube sogar, dass wenn du sagst, dass du hier zuguckst, so dass du... Dass du einfach nur Mikrofon gecheckt wird und du direkt drauf kannst. Too Strong, Dankeschön für den Prime-Sub im 20. Monat. Aber ohne Gewehr. The Pommes, Bruder. Eigentlich können wir mal ein Command dafür machen. Aber jetzt noch nicht machen, Oma oder Loco. Da will ich jetzt abklären wegen dem Discord und so. Muss mir noch was schicken, was denn? Scheiße, geil, wieder geheime Sachen. Erstmal alleine, ja. Wir gucken erstmal, was wir machen. Goldscorp, Dankeschön für den Resub im 62. Monat und Stufe 2 sogar. Wie cool ist das denn? Ich schau GTA RP und trinke Cola. Dankeschön. Mila geht's wieder besser, ja, aber die muss mal essen und so ein Shit. Die lässt sich da immer super viel Zeit. Stimmt, wir müssen mal gucken. Vito. Aber der hat ja gestern Knaller wieder hochgeladen. Hier. Junge, Alter. Meinem Hals geht auch besser. Der Typ, ne, Alter. Hallo, Evimma. Der ist absolut mein Held. Und Broiler, Dankeschön für den Wies am 53. Monat. Wo ist mein Geld hin? Ich weiß nicht. Hallo. Wenn du über die Schüsse reden willst, dann möchte ich das nicht.
Warum hast du zu Hause rumgeschossen wollen? Da war eine Fliege. Und deshalb schießt du ein ganzes Magazin da in Wohnzimmer rum? Das war kein Magazin. Ich hab mich umgezogen kurz und du hast da rumgeballert in der Bude. Ja, mein Gott, ein, zwei Schusslöcher. Das machst du weg, ne? Das musst du spuchteln. Ja, ich spuchtel. Ich brauche einen. Kannst du mich tätowieren? Claro. An der Handseite? Claro, komm. Okay. Hallo, das ist guter englischer Rasen, der geht nicht so schnell. Aber ich weiß nicht was. Was ist denn auf dem Hals? Auf meinen Kehlkopf. Kehlkopf? Ja, Kehlkopf. Da sind nur. Da ist nicht so viel. Was ist da nicht viel? Na, viel Auswahl. Na, kannst du nicht einfach sowas wie LS dahin schreiben? Na klar, so mit Flügeln vielleicht. Muss ich meinen Jacke ausziehen? Nein. Warum? Weil der Bart eher stört, deshalb das kriegen wir schon hin. Gibst du mir einen Spiegel? Ich sehe nichts. Hallo. Ja, bin sauer. Warum? Weil ich keinen Spiegel hab. Zeig mal. Ich sehe nichts wegen dem Bart. Mach Kopf nach hinten. Muss ich alles erklären? Warte, ich mach den Bart kurz nach oben. Ja, oh mein Gott. Ach, das sieht weird aus. Okay, das sieht gut aus so. Okay. Kannst du mir stechen? Ja klar, sollen wir dann noch an der anderen Seite gucken? Na, so viel Geld würde ich nicht ausgeben. Wir haben nicht mehr so viel. Ja, aber wenn ich für beides 200 nehme, ist doch alles gut, oder nicht? Okay, was hast du für die Seite? Was kannst du mir da machen? Lass mich meinen Jack ausziehen. Okay. Okay. Ist ganz schön kalt hier. Ja, ich habe die Heizung nicht angestellt. Warum nicht? Keine Zeit gehabt. Also da steht tief, als okay. Du viel klaust so. Okay. Eine Spinne, die sehr toxisch ist. Ich bin nicht toxisch. Ein flammiges Quatsch. Einhorn? Ein Einhorn, genau. Okay. Ein S für Dollarsign, so. Ein Viech. Oh, ein Viech. Ich glaube, ich mache mir den Viech. Oder? Ich sehe den Viech schon. Soll ich mir den Viech tätowieren lassen? Ich glaube schon. Meinst du? Einfach zu dir. Ja, dann machen wir den Viech. Okay, dann machen wir den Viech. Ist das ein Thunviech? Das ist ein Thunviech. Oder was für ein Viech ist das? Ich glaube, ein Thunviech. Ich weiß nicht. Ja, doch. Sieht aus wie ein Thunviech. Ja, volle Möhre. Ich sehe zwar nichts, aber ich vertraue dir. Okay, dann machen wir es. Oh, dann den hinsetzen. Rupi, danke schön für die Wiese am 23. Monat. Lucy, danke schön für die Wiese am 48. Danke für die. Mein Spiel ist gecrashed. Okay. Ich lasse dich schalt gar nicht um, Alter. Scheiße. Danke für die tolle Unterhaltung. Immer wieder gerne. Dankeschön. Hallo Lemi und Kaiser, Dankeschön für den Sub und herzlich willkommen. Dankeschön. Ach, Peter Klaus ist da, siehst du? Prime Sub ausgelaufen und ich kann nicht resubben. Ich glaube, Twitch macht sowieso gerade Probleme. Ganz viele im Chat haben kein Zap, da Zap-Zeichen fehlt und so. Und wenn die Emotes machen, dann sehe ich die nicht. F5, warum F5? Bei mir ist alles in Ordnung. Spiel ist nur gecrashed. Und ich habe gerade keinen Bock umzuschalten. Ach so, du meinst Unicorn mit F5. Hallo Random. Twitch ist kaputt. Vielleicht ist ja heute wieder so ein großes Event oder so.
Wer von euch hatten sich die Show vom Knossi da angeguckt, dieses Horrorcamp-Ding? Auf Join. Nicht auf Twitch, auf Join. Ja, und gab es, aber ich fand das übel langweilig. Machst du kurz pingeln? Hallo? 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 Louis? Ja? Ich war kurz pingeln. Ja, ich verstehe. Das ist die Bist du schon am Tätowieren? Nein, ich fange jetzt an. Okay. Okay. Ich habe hier nur ein Stück von deinem Bart, aber sieht, das fällt gar nicht auf. Oh Gott, was? Das war mein Rücken. Oh, ich habe Gamerhaltung. Das ist wohlgesund. Du solltest dann echt mal zum Arzt gehen, ha? Huh? Mm-mm, will ich aber nicht. Ja, gut, ist ja dir überlassen. Hey, du das muss das knacken, schon. Dann geht die Luft raus. Aus dem Knochen. Echt? Ja. Also ich mag meine Luft in meinem Knochen. Aber das macht Rückenschmerzen. Das macht Rückenschmerzen? Ja. Und wie hole ich die Luft aus meinem Knochen? Soll ich den so machen. Ah, aber das klingt echt... Aua. Und dann knackt das. Und das Knacken kommt von der Luft, die rausgedrückt wird. Aber was, wenn einfach nicht knackt? Doch, das knackt immer. Aber knackt bei mir nicht. Na, dann musst du zum Chiropraktiker. Meinst du, ich bin kaputt? Oder frag Mila, die mache dich knacken. Die knackt den. Aber eher am Kopf. Nee. Wir haben gestern einen operiert, gestern Abend. Den Roy Eldorf aus Grapeseed. Der wurde angeschossen. Oha. Mhm. Ja, ich glaube, in der Zeit habe ich mit Pinsel telefoniert. Ja, du telefonierst nur. Du kommst gar nicht mit uns mit auf Abenteuer. Wie soll ich denn auch mit euch auf Arbeit sein? Nein, nicht auf Arbeit. Wir rennen doch rum und erleben Abenteuer. Na klar, aber ich kann ja nicht riechen, wo ihr gerade seid. Na, du kannst anrufen und dann dahin kommen. Ja, wenn ich gerade nichts zu tun habe, kann ich das machen. Bist du schwer beschäftigt? Ich bin manchmal schwer beschäftigt. So eine verdammte Lüge. Du, eine verdammte Lüge. Was hast du? Hast du schon mal was für Wildcats gemacht? Wenn du willst, kannst du einen DJ suchen. Für wann? Für nächste Woche Freitag. Aber der muss gut sein. Wo the fuck ist er denn? Ne, das ist ein Problem, weil die meisten DJs sind nicht gut. Ja, das ist das Problem. Also ich kenne nur die aus dem Galaxy und die finde ich beide scheiße. Deshalb geht doch keiner hin. Wer war denn das? Charlie. Charlie Harper? Nein. Welche Charlie? Wie heißt der Charlie? Ja, warum schreist du mich an? Warum stellst du bist so genau viele wie deine Fragen? Schwester. Du bist schrecklich. Immer schreit mich an. Immer stellst du so viele Fragen. Boah, und ich bin neugieriger Mensch. Ja, und dann frag die Leute doch selber. Na, aber ich frag dich. Ja, aber ich kann dir nicht alles erzählen. Warum nicht? Weil ich nicht allwissend bin. Warum nicht? Weiß ich auch nicht so genau. Meinst du, wenn ein Genie kommen würde, ne? Aus der Flasche. Ja. Und du würdest dir wünschen, allwissend zu sein. Ja. Dass dein Kopf platzt. Ich glaube schon. Meinst du? Ja. Aber weil das zu viel Informationen. Was? Ich würde mir niemals wünschen, allwissend zu sein. Warum das denn nicht? Ich würde mir wünschen, stroh-doof zu sein. Weil dumme Menschen sind glücklicher im Leben. Also hast du schon den Genie getroffen? Oh, wow. Dein Piech wird kein hübscher Piech. Nein, das mach den. Du darfst nicht. Du darfst. Das ist Körperverletzung. Oh, wenn du dir keine Mühe gibst. Ich sag einfach, ich konnte nicht besser. Aber wenn du alt bist, könntest du zur Universität gehen und könntest alles beantworten.
Dann würden ja, die dann Männchen wollen alles alle verstehen. Was von dir wissen und alle fragen dich und benutzen dich wie so ein Pharmakartier und alle. Nein, du kannst benutzen. Das so Geld machen. Ja, und? Aber Geld ist nicht alles, wenn du dafür keine freie Zeit hast für alle Leute, die auf den Sack gehen. Du wirst viele Freunde finden dann. Nein, wirst du nicht. Bist du doch? Leute hassen Besserwisser. Stimmt nicht. Doch. Nö. Doch. Nö. Sei einfach du selbst, es reicht. Ich bin nicht selbst. Ja, das reicht nicht. Bist du gut in Mathematik? Nein, nicht wirklich. Warum nicht? Weiß nicht, hab da nicht aufgepasst. Hab mich da mit Tieren beschäftigt. Bist du gut in Tiere? Ja. Wie groß wird eine Giraffe? 10 Meter? Aber du musst das so wissen. Ich weiß nur, wie Tiere Sex haben. Das will ich nicht wissen. Beinahe meinen 30-minütigen Orgasmus. Wer? Weiner. Ich wünschte, ich wäre ein Schwein. Oink, oink. Boah, was geht ab, Curtis, mit CK? Ach, wieso denn eigentlich mit CK? Na, weil du... Boah, warum stellst du so viele Fragen? Ja. Du stellst viele Fragen. Korrekt, du stellst viele Fragen. Überhaupt nicht. Sind wir fertig schon? Ja, wir sind fertig. Aber nur mit dem Viech. Nein, wir sind fertig. Was mit dem Hals? Wir sind fertig. Doch, servus, grüß Gott. Ach du Scheiße. Aha, grüß sagen nur mal. Warum habt ihr eigentlich so ein Schnüffeltuch in der Hose? Warum hast du keins? Na, weil ich noch klar bei Sinn bin. Die Frage ist wie lange? Habt ihr schon von den Gangstern gehört aus der Westside? Die da in dem Dings wohnen, in diesem reichen Viertel, bei dem Steg am Wasser. Ach, du meinst die Blauen oder was? Ja, ja, die Neighborhood. Die waren gestern heißt... oben im Norden und die haben den Roy am Fang geschossen. Oh, einfach so? Ja, so eine Frau ist voll ausgetickt. Ach du Scheiße. Das sind Spinale. Wie sagt ihr das? Ich habe einen Viech tätowiert. Wo? Thunfisch am Hals. Warte mal, ich muss mal gucken. Kannst du auch aufstehen? Andere Seite, du Idiot. Und sei mal du doof. Au. Thunfisch. Guck, wenn ich meinen Hals so streck, dann wird das zum Haifisch. Zeig mal her. Guck. Oh ja, seh. Oh Gott, ist der groß. Scheiße. Das hat sie noch nie zu mir gesagt. Okay, ich möchte zahlen und abhauen. Ihr nervt. Du nervst selber. Komm nie wieder. Sonst hau ich dich um. Ich hau zurück, Perle. Ich muss irgendwann mal meinen Rücken tätowieren. Da ist zu schmal, du bist zu schmächtig. Meinst du den hier? Putz. Da würdest du mal treffen. Ich hol aus. Nee, man, triffst gar nicht. Gar nicht. Ja, was stimmt mit dem nicht? Da ist der Glasbrille da. Mit Köln. Kann ich mich anziehen wieder? Ja. Und gute Besserung. Warum, immer wenn ich hinkomme, warum arbeitet denn Dori hier? Weil ich hier arbeite. Weil haben die keinen anderen Tätowierer? Na, die sind Chefs. Ist nur Alkohol drin. Komm mal richtig rein. Also, was? Da hinten so. Was ist damit? Ja, dein Vorrat. Hey, habt ihr was zu essen für mich? Nein. Warum nicht? Hier, warte, ich hab noch was von gestern. Wir wurden gestern überfallen. Da? Von so Mexikaner. Kein. Die haben uns Geld weggenommen. Wir bieten Schutz für Geld. Was wollt ihr? 5.000 Dollars. Das glaubst du selber nicht. Ach, doch. Dann beschütze mich lieber selber. Ist wahrscheinlich effektiver als mit euch. Glaube ich nicht. Oh doch. Glaube ich nicht. Fake News. Das ist richtig Fake News. Unsere Referenzen sprechen für uns. Fack dich selber. Danke, Dori. Ich hoffe, wir sind Platten am Freeway. Nö. FSA-Schwein, danke schön für den Resub. Ne, danke für den Gifted-Sub an die Safti. Skorpion haben 2 Pipis. Aber man könnte sich ja vorher wünschen, dass eigene Gehen tauglich wäre, um allwissend zu sein. Man hatte 3. Ja, das stimmt allerdings. Da hast du recht. Oh. Hm.
Wer war Lucky? Der Lucky ist dieser Patrick Dengster. Der da. Der ist das. Hallo, Wundpixel. Hallo, Brett. Keine Ahnung, was der für ein Charakter spielt. Hallo, Gernhard Rheinlanzen. Warum der Curtis mit CK? Weil er auch hier Haar, nee und so ein Shit sagt. Und der andere ist Curtis mit C. Weil sein Charakter genauso ist wie meiner oder meiner genauso wie seiner. Was sind all die Menschen immer? Hallo Kajutux. Boah, ich glaube, allwissend zu sein wäre schon cool. Oder? Aber du könntest anderen Menschen damit helfen. Schwer irgendwie einen Hotspot zu finden, wo Leute nicht einfach nur Food kaufen und rumstehen so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe. Ich weiß nur nicht was. Ich muss wegen dem Geld nochmal nachfragen. Ich muss den Luke auch mal anhauen. Der soll mal Geld rausspringen lassen dafür, dass wir ihn mal bespitzeln. Stimmt, man muss ja nicht sagen, dass man allwissend ist. Dankeschön, Mila. Hey, du bist auch voll süß. Wollen wir bei Grapeseed vorbei? Nee, nicht jedes Geheimnis, sondern allwissend allgemein so. Allgemeinwissen halt. Oder beziehungsweise jemand stellt dir eine Frage über das Universum und du kannst sie beantworten. Geheimnis und sowas nicht. Ich hoffe, dass man mich versteht. Klugscheißer bist du? Alles Wissen aus der Zukunft und Geheimnis, ja genau. Der Text, den du mir da gegeben hast. Ich hab dir keinen Text gegeben, Alter. Boah, du bist so ein Schwein, ne?
Dass du tust, als hätte ich gesagt, du sollst das hier reinschreiben. Ehrlich, das ist so unfair von dir. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass jeder nur hier hinkommt, um mich zu dissen. Oh mein Gott, Alter. Hatte Mila nicht einen Zap? Juri, danke schön für den Gift, der dann Mila. Oh, der hat hier bestimmt die Tür auf, Alter. Geh ich mich mal kurz bedienen. Hallo? Warte mal, das habe ich dem nur gestern gegeben. Yo, Mann, was geht? Jawohl, was geht ab? Ich bin gerade im Crackhaus. Ich habe mir was zu essen rausgenommen, okay? Ja, du musst mir da nicht mal Bescheid sagen, Mann. Okay. Bist du doch da drinnen, jo? Was? Oh, warte, warum bist du im Crackhaus? Hast du da gepennt? Nee, ich bin hergefahren. Ich hatte Hunger. Ja, kein Problem, Mann. Eigentlich müssten wir mal so eine Suppenküche öffnen in den Grabseed. Weißt du, dass die Leute, die kein Geld haben für Essen, sich hier Essen holen können? Jo, so eine richtige also Suppenküche. Ja, eigentlich ist das Crackhaus nichts anderes als eine Suppenküche, jo. So, das ist halt ein cooler Name, Mann. Ja, weil keiner traut sich doch zugestehen, dass er arm ist und in die Suppenküche gehen muss. Das stimmt, da muss man das aber mal Leuten erzählen, dass man hier Essen holen kann. Oh, wir müssen, ich muss, oh, das ist eigentlich eine gute Idee, mal alle Läden abklappern, Mann. Und warst du gestern noch Drive-By machen? Ne, gerade eben, jo. Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Jo, was denn? Eigentlich können wir noch jeden Laden abklappern und nach Spenden bitten fürs Crackhaus. Jo, Mann. Jo, als ob. Jo, gratis, Mann. Und dann packen wir alles hier im Kühlschrank und dann sagt man den Obdachlosen Bescheid, sie sollen nach Grabseed kommen. Jo, Bandana im Gesicht, Waffe geladen, bin dabei, jo, wo bist du? Na, im Crackhaus. Okay, ich hol dich ab, jo. Okay, bis gleich. Einfach IC-Suppenküche machen. Ey, und wenn Obdachlose herkommen, kann man die drogensüchtig machen. Hast Kopfschmerzen, Mila? Dann ruh dich aus. Glaub mir. Oder komm später für ein, zwei Stunden nur, wenn besser wird. Du musst ja nicht immer durchheizen. Kann man die essen? Warum kann man nicht eine Weintraube essen? Und ich bin krank, das klaut immer mein Tee, das stimmt nicht. Ich hab vorhin Dings getrunken. Boah, was war das? Limette mit irgendwas, irgendein Kräutertee. Boah, war der ekelhaft. Ich denk schon, Pinsel kommt ja immer erst so ab 8 Uhr, 8, halb 9 ungefähr, ne? Ich denk schon, dass der kommt. Und wenn nicht, ich schaff das auch alleine. Hallo? Habt ihr kein Vertrauen in mich?
Am Anfang ist immer ein bisschen weird. Packen wir ihn kurz hier. Muss ja dann noch erstmal gucken, was man macht. Warum kannst du nur erst, wenn du Landwirtschaftslizenz vom Traubenmafia gekauft hast? Enix Growth. Oh mein Gott. Kein Growth OG, man, das ist Bait. Ich warte jetzt hier wie ein kleiner Schuljunge, der abgeholt wird. Aber wenn deine Frau schon nicht da ist, bist du nur ein Viertel von nur von deinem Talent. Oh, das tut weh, Alter. Ei, ei, ei. Kein Vertrauen in mich. Ich spiele auch lieber gern mit Milo zusammen, ja, aber ich kann auch alleine. Ich könnte jetzt rumrennen und Leute suchen und die voll quatschen und Scheiße labern, so wie ich das sonst auch machen würde. Aber ich bin eher so, ich möchte eine Mission haben. Ich möchte was vollbringen. Du Penner, Carlo. Du Penner. Ja, mach ich doch. Ich werde abgeholt, falls ihr gerade nicht zugehört habt. Ja? Ich werde jetzt Essen sammeln gehen für die Suppenküche in Grapeseed, Alter. Wir kümmern uns wenigstens um die armen Leute von Los Santos. Ich mache mir selber Questen. Wie ging das mit dem Paket gestern aus? Anscheinend haben die geschnappt, die das abgeholt haben und keine Ahnung, das müsst ihr den Lück fragen. Die Frage ist nur, wo ist der, Alter? Mach wieder Blödsinn, bloß nicht arbeiten gehen. Mann, da ist... Oh. Ja, das hat voll lang gedauert. Aber entspann dich, Mann. Wir sind gerade aus der Stadt gekommen. Ach so. Ich dachte, die gehen nicht in die Stadt. Ja doch, Mann, wenn wir spielen wollen, ja. Oh. Ja, entspann dich. Ich bin's, Mann. Roy Mysterio, ja. Ach so. Na, lass mal die Läden abklappern und die sollen mal ein bisschen Essen geben. Und wenn die es nicht freiwillig geben, dann rastet die halt aus. Oder? Ja, finde ich gut. Ja, aber ja, genau, Mann. Und dann ist für, auch gut. Dann für, Ich bin bereit, Mann. Aber nimm die Hände runter, was ist mit dir los, ja? Ja, Mann, ich hab keine Ahnung von sowas. Ich bin nicht in so einem Gangfilm. Ja, dann zeigen wir das, wie wir das auf den Straßen machen, Mann. Okay, ich hab gesehen, am Stadtpark das Café halt auf und die haben Eierkuchen. Den brauchen wir. Ja, und wir können ja bei Wildcat schreiben, dass jeder Obdachlose nach Grapeseed kommen kann. Hier gibt's eine Suppenküche. Und gerade die Obdachlosen können die drogensüchtig machen. Dann habt ihr Kunden für euer Business. Ja, okay, Mann, dann brauchen wir die Maske, aber nicht Crispy, yo. Okay, zieh ich wieder hoch. Ja, wir versuchen es erst auf die normale Weise. Wenn die gierig und geizig werden, Mann, dann machen wir das. Ja, die sollen mal 30 Küchlein geben. Sonst knallt's, Hände knallt. Ja, dann steig hinten ein, Mann. Okay. Ich dokumentiere alles. Warum willst du das dokumentieren, Mann? Na, für Wildcats. Yo, Crispy, wir üben jetzt erstmal bei Lonnie, Mann. Yo. Er hat Schnaps und so, das brauchen wir auch, yo. Bestimmt wieder stimmen, wenn er das dokumentiert, yo. Haben die schon auf? Wenn wir herausfinden, Mann. Ja, klär das mal. Ich hol mal kurz noch ein paar Schlüssel. Du gehst vor, Crispy. Okay. Oh, wie gut. Entschuldigung. Ich wollte das nicht. Drei Wochen abgesetzt wird. Ich sag mal so, das geht um den Einsatz von Waffen. Ja. Tanksam. Den gemäßigten Einsatz von Waffen. Ne? Audi. Hallo. Hallo, hallo. Ja, der hat Waffen eingesetzt, wo er dann hätte gedurft, oder wie? Ja, richtig, so kann man das sagen. Aber 3 Wochen, Herr Connor? Ich sag mal so, das war nicht das erste Mal. Aber der hey, Lonnie, was geht? Audi. Audi.
Ja klar, alles bestens. Oh, wir sind hier gerade so auf so einer kleinen Tour, weißt du, wir wollen fürs Crackhaus ein paar Spenden sammeln. Da wollten wir fragen, ob du vielleicht auch einen Beitrag leisten willst. Für die Obdachlosen, weißt du, so wir machen eine Suppenküche auf hier oben. Ja, genau. Klar. Pass auf, ich stelle was zusammen. Oh, danke, Mann. Danke. Das ist der Beste. Ja, kein Problem, Alter. Bei den anderen aber mit Waffengewalt, oder? Ja, wenn die umzicken, ja. Okay. Nee, dann geht er da heute nochmal. Hier sind viele Alkoholiker, ja, immer, ne? Ich habe schon mal einen Post abgesetzt. Und PD45, Herr Conner, hätte ich nichts dagegen, wenn Sie den mal irgendwo in den Alamo-See werfen oder so. Ach, das ist der Typ, der Dinge zu überfahren hat, ne? Oh, Walti, ja? Naja. Ich weiß nicht mehr, wer hat der auch einen Namen? Ja, Oscar Stellmann. Hallo. Howdy. Hallo, Howdy. Ja, ich war kurz auf dem Scheißhaus. Ist aber nicht geputzt. Oh, wie meine Zähne, Mann, willst du mich küssen? Ja, Crispy, ich geh ein bisschen zocken. Ist mit okay? Ja. Ist der Automat wieder funktionsfähig? So, ich geb dir hier mal, gib da mal an Lonny weiter. Ich hab grad schon von Lonny bekommen. 150 so. Hab ich dir mal gegeben, ha? Achso, okay. Und das hat's auch gemacht, Spins. Oder ist das ein Trinkgeld? Das passt schon so. Gib dir das einfach. Oder soll ich aufs Konto einzahlen? Ja, ist gut, gib mir einfach. So. Ach. Okay. So. So, noch jemand irgendwas essen, was trinken? Ja, die. Also, Mann. Herr Conner, wie machen wir das jetzt? Naja, zwei Wochen warten. Können Sie sich nicht für den. Haben Sie was zu sagen? Absolut nicht. Warum haben Sie denn nichts zu sagen? Weil genau zwei Leute was zu sagen haben. Immer so kompetent. Naja. Haben Sie gerade selber über sich gelacht, dass Sie nicht kompetent sind? Oh, ich habe kein Glück. Kann das eigentlich sein, dass die Cops in der Stadt so ziemlich einen Stock im Arsch haben? Sind so speziell, man kann mit denen nicht reden, die verstehen auch gar keinen Spaß, die sind gleich total angefressen. Nee. Wir müssen mal hier hoch, die brauchen frische Luft. Wegen Waffen. Oh komm, ach Mann. Ja. Oh, das war echt knapp, Mann. Ich glaub schon. Mann, scheiße. Oh. Es wollen noch kacken? Ich glaub schon. Machst du Pipi? Ja, Mann. Der hat auch voll den kleinen Jau. Nicht schlimm. Es gibt da eine Pumpe der für. Der redet mit Roy L., der ist auf dem Klo. Also. Hier hat jemand ins Pissoir geschissen. Ja, ich putze es nicht, könnt ihr vergessen. Ich war das nicht. Ich trank Pampers. Bist du sicher? Ja. Ja, dann sind wir mal froh, dass sie zumindest ins Pissoir reingeschissen hat und nicht auf den Boden. Und der Roy hat einen kleinen. Naja, wir nehmen nachher den Schlauch und spritzen das ab. Den Roy oder das Klo? Beides am besten. Okay. Wollt ihr zwei was trinken, was essen? Nee, hey, danke. Wir sammeln Spenden für die Suppenküche. Für wen? Für die Suppenküche. Oben. Ach so, wo gibt's die denn? Na, hier oben im Crackhaus. Okay. Wir machen jetzt eine gemeinschaftliche Arbeit. Okay. Ich spende natürlich auch was. Oh, sehr großzügig. Ja. Aber Lonny hat auch schon gespendet. Ja, hat er bei dir gegeben, Mann? Nee. Ja. Der hat mir ganz Kohle geschluckt. Der Ficker. Da muss er ja jetzt geben. Melone, Melone. Pack. Bitte schön. Danke. Oh, das ist großzügig. Im Namen von Brexit und Harmony und der AFH. AFH? Yo! Ruby! Ja, ha! Roy Ahel! Das hab ich nie gesagt, wie das heißt, yo! Money, my baby. Alpha! Yo, yo, yo! Was hast du gewonnen? Hast du jetzt gewonnen? Yo! Was denn? Komm bitte auf Wien! $1000, Mann! Komm okay. Auf Wien nicht, bitte! Was soll ich da gucken? Ich hasse so mein Leben! Mann! Immer verliere ich! Oh Gott, Wien hat Attack. Meinst du hier Northern Wrestling Association oder was? The Return of Pumpkin Pie.
Wer zum Fick ist denn Pumpkin Pike? Er ist denn Pumpkin Pike? Jo, das ist am Dienstag, Mann. 22 Uhr, jo. Okay. Der Roy Mysterio ist dabei, El Polo Loco, Mann. Hollywood Thorsten, Alter, Pumpkin Pike, Dr. Lück Respekt. Da sind einige am Start, Mann. Okay, das klingt ja nach einem super Event. Jo, Mann, hinter Scheune 8, jo. Hallo, Hato. Und Dark Dragon, danke schön für den Prime Sub, genau. 44. Okay. Ja, ja. Ja, da wurde gerade der Katze überfahren. Nein, die Kinder spielen da draußen schon wieder rum, Alter, mir reicht's. Die sollen da draußen. Ja, danke für die Spende, Mann. Dankeschön, Leute. Die sollen da draußen nicht rumspielen. Oh Gott, ich weiß schon, was das Tagesgericht nächste Woche ist, wenn er mit denen fährt. Ja, was gab's, Mann? Gab's auch Schnaps? Was hast du bekommen, Chris? Es gab 10-mal Chili, 10-mal Tagesgericht, 5 Sprungs und Ruth hat noch eben $450 gegeben. Jungs, ich habe gerade gesehen, dass die Mürbepark-Taverne aufhört. Ja, da gehen wir da als nächstes hin, Mann. Okay. Oh, ich bin der Fahrer, Mann. Ihr müsst mir nur sagen, wo ich hinfahren muss. Mürbepark-Taverne und Stadtpark, das gefährt auch auf. Oh, dann fahren wir überall mal hin, Mann. Abo, Hatto, Bruder. Wer klärt einen von Fuffi raus? Oh, ja, Pinsel, was geht da, Bruder? Oh, wo ist der? Dann packen wir den gleich mit ein. Ich bin mit Roy und Chris unterwegs. Wir sammeln Spenden für die Suppenküche. Willst du mitkommen? Wird einer gebannt? Nein, keiner wird gebannt. Suppenküche oben im Norden. Warum packst du sofort wieder den Fußball aus, du Idiot? Ja, weil ich war gerade noch im Internet und war auf TikTok und ich dachte, es geht irgendwie darum. Dass ihr Account gesperrt wird auf Wiener. Ach so, nein, auf Wiener wird keiner gebannt. Du bist doch zu Hause, ne? Nee, ich bin am PD und es ist, also, ich muss hier hin. Eventuell habe ich gestern jemanden zusammengeschlagen, der von der Grove ist. Okay. Sag Bescheid. Sag Bescheid, wenn du Zeit hast, dann hol mich ab. Ja, okay. Okay. Und hör auf, irgendwelche Gangster zusammenzuschlagen. Ja, aber ganz außer die ehrlich, Blauen oder die Roten. Außer die Blauen oder die Roten, sagte Roy. Aber Grün ist okay, sagst du? Grün ist okay, Roy. Ja, die kann er verprügeln, Mann. Die kannst du auch verprügeln. Grün ist doch voll scheiße, ja. Grün ist voll scheiße. Außer Weed, Mann. Ist so. Ansonsten Grün immer. Ach, das ist wir machen oben in Grape City eine Suppenküche für Obdachlose. Und sag ihm jetzt Essen, ich krieg's Cracker. Ja, komm, ich gleich, mach mir was warm. Ja, ich komm gleich. Ja, dann ruf durch. Bis gleich. Okay, ich melde mich, wenn ich hier durch bin. Bye-bye. Ja, der Pinsel wird kommen, ne? Ja, was? Der wird am Mittwoch eingestellt. Ja, der ist auch Dog, Mann. Ja, aber der kündigt und dann geht er zur Polizei. Ja, steht da schon fest? Kriegt er den Job, jo? Ja. Der wird rekrut. Der ruft an, meine Zeit hat im Kumpel mit. Oh, dann können wir jetzt mit Pinsel nicht mehr rumhängen, Mann, wenn dein Kopf wird. Doch, der ist auf unserer Seite. Das Erste, was der macht, ist meinen Anker löschen. Wir haben Blanz, ich verstehe, ja. Außerdem hat er doch oben nur nee, nichts zu sagen. Ja, stimmt, Mann. Das ist voll klug, ja. Keine Ahnung, Oma. Hato, Dankeschön für den Profi, Bruder. Vielen lieben Dank. Ein frischen Viech, bitte. Du hast Fisch falsch geschrieben, Dankeschön. 50 Öcken ist viel Geld, Alter. Und OG Customs, danke schön für den Gift. Oh, da fällt einer hinter uns, dann habe ich aus Versehen ausgebremst. Oh, oh. Hast du gut geschnitten, ja. Der kommt näher. Der kommt immer näher. Jo, jo, jo. Was ist mit dir, Mann? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, der hat mich voll erschreckt, jo. Ich hab gezuckt. Du hättest ihm fast vom Bein gekegelt. Ach, Quatsch, Mann. $50, wenn du einen Platten schießt. Nein, mach das nicht. Ich krieg Ärger von meiner Frau. Ja, die ist doch gar nicht da, Mann. Das ist unser kleines Geheimnis, Mann. Mm, die kriegt alles raus. Ich hab so eine Kinder-App auf dem Handy. Oh, shit. Du bist im Arsch, Bruder. Ja. Nein, ich mag Mann. Das. Ich mag es, dominiert zu werden. Oh, wir dominieren die Stadt, Mann. Ich weiß, wie du dich fühlst. Jo, warte, dann bist du die Stadt, Mann. Also, habt ihr jetzt einen Drive-By schon gemacht, da? Ja, Mann, da waren alle da, yo. Ja, die Bullets flying, Mann. Richtig üble Session war das, krass. Aber dann sucht die Polizei jetzt. Jo, was?
Dann suchen die Cops euch doch. Ja, die suchen uns auch, weil wir bei Weasel News eingebrochen sind. Warte, wir können einen Stack hier halten. Und deshalb bin ich doch hier, Mann. Ach so, ich dachte, wir fahren das Snowpark. Oh mein Gott! Das Yo, war knapp. Was ist mit euch? Ja, Schleuni Bauer, du Wichser! Aua! Mein Arsch tut weh! Sorry, Mann. Ist gut. Zum Glück habe ich aus dem Crack aus dem Kühlpack geklaut. Aua, tritt nicht auf mich rum! Ah, das hast du mir gestern gegeben, das ist. Ja, tut mir leid, Mann. Aua! Oh, Schlau, du extra gemacht. Hast du die Message gelesen? Also, oh, was da gestanden, wie es Kur und sowas. Schlau, die Baby, was geht ab? Da stand Skur drauf, Mann. Ach so, was heißt das? Wissen Sie da Bescheid? Oh, Mann, das. Skur macht der Vogel aus der Haut. Naja, also das... guck mal, Grape sieht man. Trauben, okay? Was reimt sich auf Trauben? Tauben, Mann. Wie macht eine Taube Skrrr, Skrrr? Ja, und über Generation Rap steht, Mann. So mein Ding, Gangster-Ding, Skrrr, Skrrr. Ja, recht. Also so ein Grapeseed-Ding, 895 for life, yo. Skrrr, Skrrr. Das ist, verstehe ich. Aber jo, du musst auch nicht verstehen, was ich sage. Du wirst es spüren, wie es fließt, Mann. Was? Was soll das heißen eigentlich? Ja, ich weiß es selber gerade nicht. Ja, das klingt ja also. Jo, also die Message hast du nicht verstanden, oder was? Nein, also wir haben nur gelesen, dass in zwei PCs, also zwei Dinge gestohlen worden. Ja, und vier Monitore, Mann. Ja, richtig. Haben wir alles zur Polizei gebracht, nicht? Weil wir wollen da 10.000 raus sein. Was ist denn jetzt eigentlich mit unserer Anzeige? Achso, Sie haben auch eine Anzeige laufen. Ja, willst du mich prallen? Sag wir wollen den Staat verklagen. Du Fachwichser. Ja, natürlich, das läuft doch. Sie Arschloch. Sie Arschloch, halt die Goschen. Na, Sie Arschloch. Halt die Goschen. Ich hab zuerst Arschloch gesagt, Sie können nicht das gleiche sagen, komm das mal ist ziemlich schwach. Pass auf, ich hab Gangsterpfeile. Ja, das passen Sie auf. Wir sammeln Spenden für die Suppenküche, wollen Sie was geben? Ach, für die Suppenküche, ja, mal, da spende ich immer. Wir machen den Grapeseed nämlich in der Suppenküche für Obdachlos auf. Ach, mei, das ist lieb, wissen Sie, so sehr vergessen die Obdachlosen, nicht wahr? Dankeschön. Natürlich. Haben Sie auch Geld oder sind Sie arm? Jetzt gibt's was her, sicherlich. Jetzt gib mal rück die Moneten aus. Wir brauchen Geld für das die Suppenküche. Das ist doch für die Obdachlosen. Das ist immer ein gutes also, Thema. Ich muss sagen, ich habe halt nicht viel auf Tasche, aber ich gebe, was ich habe. Oh, danke schön. Ganz lieb. Oh Mann, danke, mein Face. Du bist der Besitzer von dem Laden hier. Danke. Ja, das ist die Frau dahinter uns. Holla die Welt, wo ich sie nennen. Ja, Schlongbeck, ich hoffe, dass du die Einbrecher findest, Mann. Ja, hoffe ich auch, nicht wahr? Oh Mann. Wenn du die gefunden hast, sag Bescheid, jo. Ja, natürlich, ich meld mich bei einer. Okay, ich glaube, ich hab's gehört, Mann. Jo, ich weiß, 895 Grapeseed, jo. Ja, Jungs, lass mal zu der Frau gehen, einfach ganz unhöflich. Ich hab ihre Nummer, ja. Ganz unhöflich. Die soll Spiegelei. Ich wünsche dir was. Spiegelei-Kufen rausrücken. Zieh dir einfach die Knarre, Junge, Alter. Bye-bye, Cloniberg, bye-bye. Ja, servus, Bussi. Bussi. Oh. Hoppa, sind Sie denn? Hey, wenn du mich anfährst, verklage ich dich. Ja, wenn man sagt, hey. Ja, wir sammeln gerade Spenden, Mann, für die Obdachlosen, für die Suppenküche, jo. Ja, also muss kein Geld sein, Mann, wir nehmen auch Essen und Trinken, Mann. Mr. Ja, Schlumberg hat $1,000 gespendet. Jo, echt jetzt? Ja, Schlumberg, ich jo. Ist, herzlichen Glückwunsch. Ich gebe jetzt mal alles Bares. Oh, wisst ihr, Mann, die ganzen Obdachlosen, jo, die Drogenjunkies. Die haben alle keine Zähne, die brauchen was zu mampfen. Oh, warte mal, was ist denn das, 10? Ja, es ist. Oh, Valerie, Mann, das ist ganz schön wenig, jo. Ja, ich gehe. Aber es ist, der Wille zählt, Mann. Wir nehmen auch Spiegeleikuchen. Jo, oder Kuchen von gestern, der schon ein bisschen trocken ist, Mann. Alte Brötchen. Baguettes oder so. Ja, Mann, die essen alles da oben. Die sind froh, wenn die überhaupt was zwischen die Kiemen bekommen. Das wichtig ist, dass es weich ist, weil die haben nicht so viele Zähne. Genau. Ja, Mann, die sind auch ziemlich kaputt. Ausgeschlagen, oder was? Ich hab viel vom ganzen Crack-Konsum, jo. So. Okay. Oh, danke, was ist das denn, Mann? Es ist Bob. Tee, roter Früchtetee. Der heißt Bob. Die Packung steht Bob drauf. Ja, ja, es ist der rote Früchtetee. Valerie, was ist das? Weil Bob wollte, dass er der rote... Bob wollte, dass der rote Früchtetee nach ihm benannt wird. Deswegen heißt der rote Früchtetee Bob. Was für ein Früchtetee? Früchtetee. Ach so, roter Früchtetee. Früchte. Ja. Früchtetee, oh. Auch schön. Früchtetee. Früchte. Früchte. Fische. So.
Also, ja, dann habt ihr was zu trinken und Geld, so. Geh du mal rein bestellen. Hallo, nicht so schnell hier. Ja, ich wollte nur Hallo sagen, Mann. Ach so. Scheiße, hey. Jo, Chief, Sheriff, Mann. Chief Hawkins. Sind das die großen Scheine? Jo, Mann, wir sammeln gerade Spenden fürs Crackhaus. Genau, wollen Sie was spenden? Was? Ja, für die Suppenküche. Ja, für unsere Suppenküche, Mann, da oben. Ach, die Suppenküche, ja, na klar. Hier, kriegst du $100 von mir. Was, $100? Ja, Mann, ich bin... Ja, klar. Ja, danke, Pace. Ich wollte eigentlich nur Hallo sagen, weil man hier in der Stadt nie einen Sheriff sieht, ja. Das ist so wenig. Ja. Naja, gut. Ich muss aber auch weiter. Wir haben gerade ein paar Einsätze, ne? Ja, wo denn, Mann? Das ist zu wenig Geld. Oben wieder ein paar Shopräuber im Norden. Das ist zu wenig! Das sind die... Hey! Ich sag mal, du Asche! Jo, das ist der Sheriff! Das ist zu wenig Geld! Jo, das ist der Sheriff, jo. Lass den Sheriff. Ist das Sheriff Hawkins? Perkins. Perkins ist nicht oben Hawkins, der Chef? Hier steige ich aus und du lässt... Jo, nee, Sheriff, Mann. Du könntest entschuldigen, dich jetzt, Mann. Was? Warum denn? Ja, das ist der Sheriff. Na, der hat mich ignoriert, aber schuld. Ja, der hat mir doch Geld zugesteckt. Ach so. Scheiße, kann ich auch Geld haben? Ja, danke, Sheriff. Scheiße, nach Geld nur kriegst Land... du gar nichts, außer meinem Mittelfinger. Danke, dass ihr unser Land beschützen, Mann. Arschloch, dummes Arschloch. Fick dich. Ja, danke, Valerie, Mann. Also. Ja, Mann, wollt ihr ein bisschen was für die Suppenküche im Grapeseed spenden, Mann, für die armen, obdachlosen Crackheads? Ja, Mann. Ja, was gibt's denn da für Suppe? Erklär mal. Thunfisch. Hast du noch nie vom Crackhaus gehört, oder was? Vom Crackhaus? Noch nie? Oh, Mann. Gibt's da Suppe umsonst? Ja, das ist eine Suppenküche oben in Grapeseed. Ja, wenn du in die Wohnung gehst, trittst du auch schon ein paar Suppen. Und Spritzen. Undefinierbar Suppen, Mann. Ja, und ausgeschlagen Zähne und Körperflüssigkeiten. Ja, und ein paar Igel. Babys, das ist was für dich, dann kannst du den Teppich sauber machen. Ja, also meinst du, ich sollte spenden? Okay, klar. Ja, wir nehmen auch Essen, Trinken, Geld, Drogen, alles. Alkohol. Gibt's denn eine Mindestspende? Ja, wer erzählt, ja. Ab 15 Dollar wird vorgelesen. Weißt du, ich hab nur 20. Oh, warte mal. Ich hab nur 21 Cent dabei. Ja, das ist ganz schön, das ist geizig, Mann. Davon kann man den Abend nicht mal einen Joint kaufen, ja. Ja, du bist geizig, hast du gehört. Ja, aber vielleicht sind wir ja selber welche. Okay, Mann, spend für die Suppe. Ja, dann kommt. Ich hab ja nichts zum Spenden. Jo, dann kündigt euren Mietvertrag, Mann, und kommt nach Grapeseed, Mann, und wohnt im Crackhaus. Dann könnt ihr kostenlos wohnen. Ja, warte mal. Mann. Du hast keinen Mietvertrag? Nein. Ja, scheiße, wohnen wir da einfach so? Nein, dort, wo... Bist du eingebrochen? Das. Hast du die Tür aufgeknackt? Wie soll ich das denn machen? Da brechen mir vorher die Finger ab. Ja, stimmt, bei deinen Hühnerschenkeln. Mein Gott. Also, was ist jetzt mit der Kohle? Ja, $20 konnte ich geben, mehr ist nicht. Was ist mit der Frau? Ich hab... Wollen Sie die Obdachlosen verhungern lassen? Ja, und was mit den Crackheads, ja? Was ist mit den Crackheads? Dann kommen die nachts in die Stadt und stechen euch alle ab, ja? Genau. Aber ich hab manchmal Essen dabei und dann gebe ich das den Leuten, wenn ich die sehe. Ja, dann gib uns dein Essen jetzt. Genau. Aber ich hab nichts dabei. Ja, danke. Ja, $15 bist ja noch geiziger, ja? Mein Gott, was ist denn los, ja? Was ist denn mit euch? Und ich dachte, wir wären Freunde. Ich hab doch nichts dabei, ich kann noch nichts dafür. Und ich zahl das auch gleich mit Karte. Ja, mit der Frau habe ich ein bisschen Mitleid. Guck mal, der kann mit Karte. Ja, gib dir mal eine Suppe. Ja, komm. Naja, haut rein, ich muss weiter. Oh, Lady, warte schon. Ja, hier, Mann. Hier ein schöner Fischetee. Was ist das? Ja, ein Tee, Mann. Ein Tee? Ja. Schmeckt ja. Ja, ein Fischetee. Das ist ein Thunfischtee. Was ist denn ein Thunfischtee? Na, probier doch einfach mal. Okay. Ja, genau. Probieren geht über studieren. Okay, wir müssen weiter. Pace. Mach das. Bye-bye. Tschüss, viel Erfolg. Die sind alle geizig. Ja, Kleinvieh macht auch Mist, Mann. Hallo? Fuck 5-0! Hallo, wollen Sie für die Suppenküche spenden? Ich gucke auf die Straße. Ja, weil Sie gerade so in unsere Fahrtrichtung gelaufen sind. Ja, ich wollte Sie anhalten. Achso, was möchten Sie denn? Wollen Sie für die Suppenküche spenden? Für die Suppenküche? Gemüsegrün oder so? Ja, essen oder trinken oder den einen oder anderen Dollar. Wie Sie möchten. Kann ich mit Karte bezahlen? Nee. Ich habe nur kein Geld dabei, ne? Also ich habe wirklich kein Geld dabei. Also da vorne ist ein Bankautomat. Mit Karte. Guck mal, ich habe noch Milchshakes. Dankeschön. Wie vertrauenswürdig sind Sie denn, dass Sie auch wirklich die Suppenküche vertreten? Na, da vorne ist der Suppenküchenbetreiber. Hi, Roy. Ja, was geht? Die wollen den Boss sprechen.
Von einem Suppenköchen. Also wenn jemand... Hier, warte, ich habe auch noch was hier, warte mal. Oh, was geht, Mann? Essen, ja, trinken, oh, danke schön. Enjoy, yo. Danke. Bitte schön. Okay, dann muss ich ja gar nichts mehr sagen, Mann, fuck. Na, das war's denn schon. Dankeschön, gute Beifahrt. Das ist halt einfach nicht seriös genug, wie ihr Boss hier auftritt. Warum? Das ganze Crackhaus ist nicht seriös, jo. Wissen Sie, da hat man kein Vertrauen in den Mann. Muss ich sagen, wie es ist. Also Bargeld, ich habe auch kein Vertrauen in euch, ja. Und dieses Rumgeschrei von ihm ist auch nicht unbedingt Hilfe für vertrauensbildende Maßnahmen. Ja, und rein theoretisch könnten wir für Fuck Five O's, ne, Beamten beleidigen, genau. Und so. Ne? Was bedeutet Fuck Five O's? Sollen Sie dem Chef mal vielleicht sagen, dass er sich mal vielleicht ein bisschen... Oh, schlag einfach ein, Mann, wir müssen weiter. Chef, du musst dich benehmen. Ich benehme mich. Okay, Norden, dann Dankeschön für die Spenden. Ich werde auf jeden Fall keine... Ja, gerne. Entschuldigung für meinen Chef. Bye-bye. Tschüssi. Ja, die haben dich Flachwichser genannt und haben böse Sachen über deine Mama erzählt. Ja, dann warum hüpfst du doch nicht rein, ja? Wir müssen hinterher. Der hat mir 5 Gerichte gegeben und 2 Milchchecks. Ja, dann hat er sich freigekauft, Mann. Die meinten so, yo, das ist Crispy und Roy, die Gangster und so. Aber die wissen halt, wie es läuft, Mann. Und dass der in Horizontalen mit irgendeiner Mama war. Ja, die meinen wahrscheinlich Juicy, Mama Juicy. Ja, dann fahren wir in den Mirror Park oder was? Ja, okay. Da ist eine Kneipe, eine Taverne. Oh, ein bisschen Schnaps geben. Oh, wir wissen ja, woher das kommt. Ich glaube aber, dass die nichts rausrücken. Oh, dann machen wir das auf Street-Style, yo. Ursker. Yo, fremde Frau in Not, Mann. Oh, mein Gott. Und Crackhead. Wo fährst du hin? Ja, hüpf rein, Mann. Wir fahren dich irgendwo überall hin, Lady. Oh, Kurt ist da hinter der Schokolade. Jetzt stell dich nicht so an. Was? Wir haben V-Bucks. Oh, Paysafe-Karten haben wir auch. Oh, steig ein, dann verrate ich dir vielleicht. Wo willst du überhaupt hin, Mann? Wo läufst du hin, Lady, yo? Ich höre hier nix. Oh, sie hat Würfelpack gesagt, Mann. Normalerweise müsste ich dich ja zerprügeln, Mann. Aber es heißt Pennerpack. Seit vielen Generationen, jo. Das hat Gandalf der Grüne so genannt. Pennerpack? Ja, Mann. Gibt da so eine Legende über so einen Pennermann? Der hieß Oscar. Wir haben Foto mit Oscar. Oh, Selfie mit Oscar. Selfie mit Oscar. Okay. Ja, du hättest auch da schon längst wieder hinlaufen können, Mann. Wärst du einfach eingestiegen. Ihr habt nicht oft mit Frauen zu tun, oder? Ja, doch, Mann. Die ganze Zeit mit Frauen zu tun. Doch, ja. Mann. Die hängen doch immer bei uns. Ja, genau. Okay. So freshe, süße Boys sind. Ah, die können wir auffangen beim Abschepper. Ich bin aber auf der falschen Spur gerade, Mann. Okay. Pio Nuts, Dankeschön für den Prime 27. Und Sterni, danke für den Prime 27. Ich glaube, so braucht man weniger Sprit, yo. Und das Tacho gilt, das, die Dings gilt zurück. Kilometerstand. Ja. Hier ist die Taverne. Hallo. Tschüss. Oh, Pace, Mann. Dankeschön. Oh, Crispy, Mann. Erzähl dem Mann, warum wir hier sind. Also, wir kommen aus Grapeseed 895. Ja, das kennt doch jeder, Mann. So ein kleines Projekt, ja, ich hab dir geschrieben. Ah, jo, du bist Lukacs. Ja. Lulacs, oder wie du auch immer heißt, Mann. Ja, quasi. Auf jeden Fall haben wir Dankeschön für den Dezember King Run. Wir machen da gerade eine Suppenküche und da sammeln wir Spenden. Geld spenden, essen, trinken, was auch immer, was sie abgeben können. Oh Mann, Alkohol. Die was zu trinken haben. Ja, Alkohol, naja. Drogen würde ich jetzt nicht unbedingt spenden, aber ich habe auch an Essen nur 2 Sachen. Burger und Sparrows, aber... Es muss auf jeden Fall weich sein, weil die haben nicht mehr so viele Zähne, yo. Ja, oh Mann. Ja, ja. Ja, das war, früher war das ein Seniorenheim, Mann. Das Crankhaus? Ja, das war früher wirklich ein Seniorenheim, jo. Okay.
Und dann waren die alle weg, ja, und dann haben wir das Chaos rausgemacht. Ich notiere mir alles, wo wir was schon bekommen haben. Ja, klar, Mann. Und der Geizigste kriegt heute auf die Fresse, oder wie war das? Ja. Wer kriegt's denn? Oder habt ihr Auto hier? Ja, wir haben einen Van da. Ja, genau, Mann. So. Möchten Sie so viel spenden, dass wir ein Auto brauchen? Nein, eine Hosentasche kriegst du es nicht. Okay, okay. So. Die Weihname nochmal. Ja, Chris, dann hol mal einen Karton oder so. Ja. Die Weihname? Ja, Lulatsch. Herr Lulatsch. Nicht ganz, ne. Bitte? Oh, du hast ja deinen Respekt noch nicht bei mir verdient, Mann. Deshalb nenne ich dich so, wie ich will, ja. Ja, ist das deswegen hat dir ja geschrieben. Ja, deshalb hast du mir geschrieben, ja, aber das heißt... Nur weil du mir geschrieben hast, heißt das nicht, dass ich Respekt vor dir habe, ja. Ja, gut. Pass auf. Crispy holt einen Karton, Mann. Ich zocke Fortnite und trinke Cola. Lecker reinlegen. Was ist das bitte? Und nochmal Dankeschön für den Prime Sub im 30. Yay, yeah, aber eigentlich werde ich erst nächstes Jahr 30 Kappa. Oh, Crispy, Mann, was? Sei froh. Sieht's aus. Das und Dankeschön, Zugucker, für den Prime achten. Oh, oh, ja. Ich wollte gerade schon meckern, aber... Hallo, Schmusepupsi. Ja. Warte mal. Komm schnell rüber, wir sind bei der Taverne. Wir sammeln Spenden für die Suppenküche. Ich bin mit Roy und mit Crispy unterwegs. Spenden für welche Suppenküche? Na oben, das Crackers. Wir bauen dann Einrichtungen für Obdachlose. Soll ich euch $1000 geben, die ihr mir zurückgibt? Nee. Aber dann sind die anderen vielleicht angeheizt, auch zu spenden. Okay. Dann komm jetzt rüber hier. Ja. Komm, hopp, hopp. Ja. Hopp, hopp. Ja. Na, sprint los. Ja. Mila kommt her. Wir wohnen direkt hier um die Ecke. Ja, dann holen wir sie ab, Mann. Oder wir kommen dir entgegen mit Auto. Ja. Ich kann nicht einsteigen. Ja. Oder vielleicht den Block aus der Hand, Mann, und ja, das Handy auch, ja. Ich habe meine Grobmotorik verloren. Ja. Mila, komm jetzt. Ja. Du kannst immer nur ja sagen. Ja. Mann! Ja! Ich ruf sofort zurück. Au, Crispy, meinst du, wir können uns jetzt wieder bei Toggen blicken lassen? Meinst du, die sind weg? Jawohl! Mann! Wir müssen jetzt vorne rechts. Und dann wieder rechts auf linken Seite. Hier oder was? Ja, aber wo ist die? Wo bist denn du? Wir sind vor der Haustür. Ui, ich bin gleich bei der Bar. Wir haben doch gesagt, wir kommen entgegen. Ja, aber ich laufe doch auch nur. Ja, aber wo bist du langgelaufen? Wie schnell fahrt ihr denn? Na, wir sind bei dem... Wir fahren jetzt zur Bar wieder. Okay. Wenn du jetzt gleich sagst, du bist zu Hause, ne? Da, bin da, ich seh dich. Steig in den V-Bucks-Van. Wo bin ich? Oh, das ist der G-Wagen, Mann. Das ist der G-Wagen hier. Was gibt's hier? V-Bucks-Van. Hier ist Essen drin. Oh, na okay. Taco. Hallo. Ja, wohin jetzt, Curtis? Na, wie wär's denn hier vorne beim Abschöpfer? Ah ja, oder wollten wir hin? Da waren voll viele Leute. Wir haben schon super viel Geld und super viel Essen bekommen wieder. Ich glaube schon über $1000. Ja, Crispy, erzähl mal, was hat denn der Lulatsch gerade abgedrückt? 17 Spirits, 4 Burger. Ja, richtig geil, Mann. Wo sind die ganzen Menschen hin? Donny hat auch voll viel gegeben. Eigentlich ist sie doch immer where. Oh, sind die denn, Mann? Hier waren gerade super viele Menschen. Ah, dann fahren wir weiter, kommen wir später wieder, jo. Ja. Oh, danke nochmal, Doc, für die gute Arbeit, Mann. Ich fühle mich wie neu. Der Mila. Ich? Ja, genau, Mann. Camper Will. Machen wir gleich einen Dive-Ball? Oh, den haben wir schon gemacht, Mann, aber wir können den nochmal machen.
Ruhe. Ihr seid echt harte Jungs, oder? Ja, wir sind ja von der Straße. 895, Grape Seed Posse, Mann. Skrr, skrr. 895. Mental. Nein, du siehst voll schön aus heute. Wer? Du. Oh, danke. Bitte. Hier ist auch irgendwo. Wo könnte man denn hinfahren? Hier ist doch irgendwo so ein Nudelladen noch, oder nicht? Ja, wir fahren mal zu dem Train-Ding, Mann. Auf dem Boulevard ist bestimmt auch noch einiges. Ansonsten PD. Ich glaube, ich möchte meinen Glauben aufgeben. Warum? Ich glaube, das ist nichts Gutes, woran ich glaube. Doch. Aber wer ist denn hier, Mann? Okay. Oh. Aber dann musst du die Minke abmachen. Ich muss gar nichts. Musst du ja wohl. Ich kann dann aber rumlaufen, wo ich will. Ich muss dann nicht nur Minke tragen. Das stimmt. Jo, Mann, Skrr, was geht, jo? Skrr, was geht? Hallo. Tut dir mir einen Gefallen? Hi. Oh, jetzt sag mir nicht, ich soll mein Auto umparken, weil dann poliere ich dir direkt die Fresse. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was ist was macht der? Was ja, warum macht er das? Ich verstehe das nicht. Warum hat er den zusammengeschlagen? Naja, dann schlag ich dich auch zusammen. Nee, bitte nicht. Okay. Warum? Naja, der wollte das mit seinem Auto und der ist halt ein echter Gangster. Ja. Der lässt sich voll nichts erzählen. Was komm, wir gehen nuscheln. Sagt, wenn er mir jetzt sagt, Mann, dass ich anders umpacken soll, poliere ich ihm die Fresse und er sagt, ja, ja. Ja, wir arbeiten hier und hier herrschen irgendwo auch unsere Regeln, ne? Oh, nee, Mann, das ist der Boulevard, ja. Das ist der Boulevard, Mann. Das ist ein famous place in Los Angeles. Das war kein Bulle, das war mein Bruder so. Erstens parkt er jetzt um, weil ihr steht echt scheiße da und zweitens. Ja, willst du auch noch auf die Schnauze oder was? Soll ich aus deiner Brille Kontaktlinsen? Sag mal, geht's oder was? Was ist mit dir nicht in Ordnung? Wer kann so einen Krankenwagen rufen? Ja. Weiß ja nicht, wie der. Bell, rufst du? Oh Mann. Wird da gleich einen Bestatter anrufen, Mann, wenn ich mit euch fertig bin. Würde mich mal ein bisschen zusammenreißen. Was ein Mann? The fuck? Ich weiß nicht, was hier gerade abgeht. Boah, ich versuch den mal auf die. Packen wir jetzt oben? Alter. Wollen wir nicht noch nach Spenden fragen? Ja, könnt ihr das übernehmen, Mann? Ich glaube, ich bin raus. Ich glaube, du solltest das erfahren. Für die haben die das Bank. Ja, okay, Mann. Ja, obwohl wir jetzt den Standpunkt geklärt haben und den Respekt, yo. Jetzt darum, Mann. Wir wollen spenden, yo, fürs Crackhaus. Das interessiert mich gerade nicht. Mein Bruder ist wichtiger. Oh, guck doch mal an, da liegt da wie eine kleine Kakerlake. Ja. Ja, du kannst dich echt mal verziehen. Oh, guck mal her. Es guck reicht. Ich komme auf deine Höhe, jo. Ja, wie wär's mit der Backpfeife? Bam! Oh. Ich hab Angst. Nee, Mann. Oh, das ist die Suppenküche, Mann. Für arme Obdachlose, ja. Oh, ich. Ja, doch, doch, Mann. Genau so mache ich das hier. Er ist doch keine Politesse, yo. Yo, das Wort habe ich gesucht, Mann. Mega, ich glaube, wir müssen ihm helfen, du oder? Du am Boden, man bist eine Politesse, wir Mann. Wir sind doch sein Täter. Ich bin gar nicht im Dienst. Okay. Oh nein, wir kommen aus dem Norden, Mann. Da ist überall Acker. Wir haben uns sozusagen vom Acker gemacht. Aus dem Norden in die City, yo. Oh nein, Mann. Ich bin gern hier, das ist mein Spielplatz. Oh, ich glaube, der ruft die Polizei. Kann gut sein, ich hab nichts zu sagen. Oder ein kranker Wagen. Sollen wir die da Pollen fangen, die zwei? Hm? Komm, fangen die Pollen. Wollt ihr was spenden? Okay. Wenn ihr was spenden wollt, ja. Ja, egal wie viel man auf freiwilliger Essen, Basis. Trinken. Drogen, Alkohol. Oh mein Gott. Und Geld? Ja, auch, Mann. Ich komm da nicht drauf klar, der hat den etwas im Leben gehauen, Junge. Was geht ab, Junges? Ah? Ja, das ist ja Suppenküche in 8 und 5 so gut ist. Skrr. Ja, Mann. Ja, bitte schön. Oh, scheiße, danke, Pace, danke. Mann. Oh, danke, Mann. Warte mal, ich muss immer noch danke was machen. Kein Ding. Kein Problem. Wie gesagt, wenn ihr mal nicht wisst, wo ihr schlafen könnt, das Crackhaus ist immer offene Tür. Leg euch ein bisschen Parkgebühr hin. Bitte aufheben, ihr auf Bett euch. Ich glaube, wir hauen wieder ab. Oh, okay.
Die waren doch nett. Was war das? Das lief doch ganz gut, ja. Oh, der eine hat mir gerade nochmal 100 Dollar gegeben, Mann. Die Frau hat mir auch 100 Dollar gegeben. Ja, Mann, ich sag doch. Street Credibility plus 10, ja. Ja, Mann. Du hast den einfach so aus dem Latschen geboxt. Ja, voll aus dem Leben geflext, ey. Ja, ich bin manchmal so ein Glaskugelwahrsager, ja. Ich weiß, was die Leute wollen, Mann. Macht ja da einen auf Politesse, ey. Ich bin schockiert. Ja, warum bist du schockiert, Mann? Das ist Gewalt. Posse Life, yo. Ja, aber wir kommen nicht aus dem Ghetto, wir haben keine Ahnung. Das ist Gangster Life. Ja, Mann. Hab ich bei Eminem gesehen. Oh, ich höre doch Five. Oh, shit, Mann. Da werden Leute immer geprügelt. Oh. Hier war ich noch nie. Auch nicht. Nee, das ist ein Krankenwagen. Hab den gesehen. Das ist ein Zug. Nein. Hallo. Wollen Sie vielleicht was für die Suppenküche spenden? Die Suppenküche? Ja, oben, nur den Grapeseed. Crackhouse, ja. Wir nehmen Essen und Trinken. Ah, cool. Für die Obdachlosen. Ja, die Hilfsbedürftigen. Die ohne Zähne, die Crack-Junkies. Sie können auch Drogen spenden. Oder Geld, oder Essen, oder Ting, oder was. Vielleicht Hosen. Oder Kleidung. Ein Oberteil. Was brauchen Sie denn am nötigsten? Essen, Trinken. Ja, aber es muss was Weiches sein, weil die haben nicht mehr so viele Zähne. Ja, Pinsel. Einfach, ich bin jetzt Staatsanwalt. Wir sind beim Zug. Und beim Essenzug. Wo ist der? In Weinwolde Boulevard. Essenzug, ah, ich weiß wo, ja, wir können. Neben Quatsch Comedy Club. Oh, nicht viel, ja, Klamotten sind auch wichtig, ja. Oh, Mann. Der Winter ist coming, ja. Winter is coming. Was hab ich denn da? Ich komme mal noch nicht drauf klar, was gerade passiert ist. Ja, warum denn nicht, Mann? Ich habe noch nie so viel Gewalt gesehen. Ja, also komm, du bist Doc, Mann. Da sieht man doch immer irgendwelche blutigen Sachen. Ja, aber das Sachen. War nicht schlimm. Seine Außerdem haben wir Eminem geguckt und da fandest du das auch nicht schlimm. Ja, aber das war im Fernsehen. Das stimmt wohl. Hier ist bitte Realität. Gib das mal der Dame. Oh, danke schön. Das brauche ich nicht mehr. Super. Vielen Dank. Wenn Sie möchten, kann ich auch noch eine kleine Barspende geben. Ja, gerne. Oh Mann, dann können wir ein paar Drogen für die Obdachlosen kaufen. Ja, damit die es schön warm haben im Winter. Keine Entzugserscheinung. Ich habe noch so ein bisschen Kleingeld. Das gebe ich Ihnen mal. Oh, Dankeschön. Das ist sehr lieb. Na klar. Das sind 10, 3, Sagen Sie, was für Drogen brauchen Sie denn? Ja, oh, Crack, 200 Gummibärchen, Joints, Blunts, Opium. Appas, Downers, Mescalin, Ethanol, Essen, Weed Propofol, und Gras, Benzodiazepam, Diazepam, Tramadol, alles. Also hier habe ich noch sowas zum Rauchen. Ja, korrekt, Mann. Ja, die sind gut gemacht. Hast du die selber gebaut, ja? Ja, selbst angepflanzt. Oh, du hast... Oh, wie angepflanzt. Bruder, Mann, wo pflanzt du so? Naja, wenn man ein eigenes Grundstück hat. Oh, hier in der Stadt, oder wo was? Wo wohnen Sie denn? Oh, Mann. Richtung Mirror Park. Mirror Park? Da wohnen wir auch. Da wohnen wir auch. Oh, vielleicht sind Sie ja Nachbarn, Mann. Wo wohnen Sie denn genau, ja? Dann, wenn das so ist, quasi direkt gegenüber der Taverne. Auf der anderen Kreuzung. Oh, da wir wohnen dahinter. Ja. Mhm. Wir wohnen bei 6033. Genau. Oh. Oh, cool. Oh, so klein ist die Welt, Mann. Na klar. Ja, die Welt ist ein Dorf. Ja, das sowieso. Der Pinsel kommt jetzt auch. Okay, Mann. Super. Ich glaube, die haben noch nicht offen, oder? Ja, nee, da drinnen ist leider keiner, Mann. Scheiße. Oh, schade. Ja, und warum stehst du nur auf dem Parkplatz eigentlich so im Hinterhof? Ja, was machst du denn hier? Nee, ich bin auch gerade erst angekommen. Ich hatte gehofft, dass sie aufhaben. Ja, ist kein Mal. Hast du Hunger oder was? Ja. Ja, weißt du was? Wir von der. Ja, gib dir mal ein paar Ribschen, Mann. Gib dir mal 2, 3 Ribschen. Ja, Crispy. Ja. Oh, du hast Ribschen die Ribschen dabei? Ja, klar, Mann. Oh, geil. Wir haben ja heute schon
schon Spenden gesammelt. Wir haben 17 Kilo Rippchen bekommen. Ja, bitteschön. Mega korrekt, dankeschön. Der Herr gibt es, der Herr nimmt es. Ja, oh, genau, Mann. Gott segne Amerika. Vor, dass wir dein Auto nicht nehmen. Wir sind da keine Kriminellen. Natürlich. Nicht. Oh, bei mir sieht das anders aus. Ich bin ein echter Gangster aus von der Straße. Ein Gangster, aber keine Assis, yo. Ja, oh, genau, keine Assis, yo. Das Tiki Lala ist kurz unterwegs. Da können wir auch hinfahren. Jo, ab geht's, Mann. Nee, die sind ja unterwegs. Na klar. Jo, wir sind unterwegs zum Tiki Lala. Hab schon verstanden? Ja. Okay. Dankeschön. Vielen Dank, der Herr. Was ist mit Pinsel? Passen wir überhaupt alle in die Karre rein? Nee, Mann. Jo, vielleicht sollten wir uns dafür so ein Crackmobil kaufen, Chrissy, wo 6 Leute reinpassen, den Journey. Boah, ein Crackmobil. Jo, Mann, wir holen uns einen Crackhauswagen. Da passen auch mehr Spenden rein. Auge, Mann. Und dann können wir die auch direkt zubereiten. Dann muss ich erstmal gucken, wo der wohnt und ob wir seine Pflanzen finden. Oh, da ist ein Essenswagen. Wir kommen gleich nochmal wieder. Kurz zum Mirror Park, würde ich sagen. Ich muss Pinsel Bescheid sagen. Wo will der denn hin? Das ist doch... Ja, Chris, check mal die Nummer bei Harmony von Spenny, yo. Spenny? Ob da einer da ist, Mann. Okay. Wegen dem Journey. Oh, die Cops. Oh, die sind hier immer was denn hier passiert? Pinsel, wir fahren zur Taverne Mirror Park, da gegenüber. Wir suchen nach Cannabis Pflanzen. Der Kopf hat doch gerade her. Ach so. Einmal eincremen. Ich hab mich extra so einen Mann hier rüber gefahren. Ach, du warst auf dem Quad? Ja, ich war auf dem Quad. Der hat seinen Job für mich pausiert extra. Na, dann musst du dich wieder mit zurücknehmen. Oh. Da können wir vielleicht nochmal zurückfahren, wo wir herkommen, im Mirror Park. Oh, jemand fährt mit deiner Karre hier rum, Pinsel. Okay. Oh, gegenüber von der Bar, hat er gesagt. 407. Wo ist das? Ja, du hast vollkommen recht. Dann danke ich dir. Ich meine die Nummer war. Pinsel, deine Karre fährt hier rum. Wie, meine Karre fährt da rum? Bei der Taverne. Da fährt jemand mit deinem Auto. Ja, hier, kann was wollen wir? Ich würde auf die Tube drücken, mein Auto wurde geklaut. Das ist alles. Hat er nicht gesagt, wie bei der Taverne? Ja, da sind doch aber nur Läden, Mann. Moment. Vielleicht hat er es doch nicht. Ah, nein, Mann, wir gucken im Garten. Okay. Aber bring uns nicht um. Ja, ich hab übrigens ein paar Schlüssel mitgenommen, Crispy, auch. Ja, sehr gut. 20 oder so. Ich bin gleich in der Taverne, ich melde mich dann. Okay, bis gleich. Okay, hier ist die Bar, ja. Wo soll denn der hier wohnen, Mann? Na, vielleicht ist hier irgendwo was versteckt. Komm, wir gehen gucken. Oh, die Gasse sieht schon verdächtig aus. Oh, wie gut! Was passiert? Was? Boah, was war das? Ja, das ist der Magic Van, Mann. Oh mein Gott. Ich verstehe es nicht. Bei mir ist es auch schon mal passiert. Ich hab's nicht verstanden, Mann. Ja, ich hab euch die Tür auf. Das sieht doch schon verdächtig aus, du. Wie cool ist das bitte? Jetzt zock ich Fortnite und trink Cola. Oh, ich check mal das Dach ab, Mann. Ich gleich da hoch. Okay, ja, dann guck. Ich schau in den Mülleimer. Oh mein Gott! Bin kurz runtergesprungen. Pinsel! Was ist denn das für eine Karre? Wo ist der Boy?
Ja, woi, woi. Ja, was denn? Drüben beim Friseur, da steht ein fetter, da steht ein ganz dickes Auto. Ein rotes. Das kostet ein paar Millionen. Okay, Mann. Schnell. Das brauchen wir. Ja. Was zum... Mila! Boah, guckt euch die Karre an! Jo, reicher Mann, Mann. Das ist dein Part, Mila, Mann. Mila, du musst nach. Wir brauchen Geld für die Suppenküche. Jo, Crack, Drogen, Alkohol, alles, jo. Boah. Jo, was ist das denn, Mann? Boah, was ist denn das? Boah. Boah! Yo, Fresh Whip, Mann! Hallo! Was war Scheiße? Hey, das ist doch dieser berühmte, dieser. Dr. Look Respect! Na klar, das wird der neue Star hier am Westen. Boah, was ist denn das für eine Karre? Ich sag mal so: Wenn ihr bei mir unter Vertrag seid, könnt ihr sowas auch haben, ne? Mein Manager, der hat sich darum gekümmert. Ein Two-Time-Champion würdig, back-to-back natürlich. Das ist kein Problem. In welcher Gewichtsklasse? Wrestling gibt's keine Gewichtsklasse. Ja, das kann ich nicht sagen. Ich kämpfe nur. Hier, mein Manager kümmert sich um den Rest. Ah, okay. Also, mein Athlet... Hallo, komm schnell zum Friseur, direkt neben der Taverne, schnell. Hier ist ein Superstar. Also, das ist direkt neben der Taverne, du Idiot. Hör nicht rum. Ja, okay, boah, ich komm mal. Der spendet doch bestimmt auch für die Suppe. Für die Suppenküche. Für die Suppenküche natürlich, ja. Kümmern sich mal, Manager, ich habe wieder ein wichtiges Telefonat. Wir nehmen auch Sachspenden entgegen. Wir nehmen auch Essen, Trinken. Essen, Trinken, Klamotten, was auch immer. Guck dir die Karre an. Na klar. Vielleicht. Was macht ihr? Geh mal raus mit dem Auto. Yo, ich bin Roy Mysterio, yo. Wo ist Dr. Lück Respekt, yo? Ja, warte, der kommt gleich. Wenn du den Fight willst, dann melde dich. Aber nicht auf dem Helm. Geh vom Auto runter. Guck mal, wenn der umkommt. Werden. Mein Gott. Wer ist denn da? Versuch zu fahren. Warte, ich geb euch was. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Oh, Dr. Lück, Respekt, ich fordere dich heraus. Hab ich aber nicht. Wer bist du denn, hä? Kennt ihr dich überhaupt nicht? Ich bin der Two-Time-Champion, back to back. Yo, ich bin Roy Mysterio, yo. 895 Kick. Und du wagst es, mich herauszufordern? Ja, erstmal das, ne? Vielen Dank. So, warte, ich geb dir noch was. Eier, yo. Das klären wir im Ring, Gottverdammt. Das hier vielleicht mit dem Street Fight. Street Fight. Ja, ich zeig dir meinen Special Move, den 895 Helikopter, yo. Du bist nur ein Clown. Ich bin der Two-Time Back-to-Back Champion, ja? Yo, Helikopter, Mann. Dr. Lück Respect, verschleuder nicht deine ganzen Tricks jetzt. Du hast recht, ich muss kurz telefonieren. So, wartet, ich gebe euch noch was. Ich muss noch meine Gage erzählen, Mann. Das ist sehr lieb, Dankeschön. Mila, wie viel hat er gegeben? Warte. Raven? Nee. Ja. Prime Mysterio verschwindet wieder. Oh, Helikopter. Ah. Warten Sie, da kommt noch was. So, das teilt sie dann am besten mit deinem Freund da. Nein, das ist für die Suppenküche. Und, ja, das solltet ihr vielleicht nicht weitergeben, ne? Okay. Ey, jetzt bleib mal chillig. Boah, ne? Guck dir mal die Karte an. Pinsel. Ja, und dein richtiger Name. So. Pinsel. Omar Baxter. Wo ist jetzt hier der andere Fighter? Der ist weggerannt. Ja. Besser ist. Wem also, gehört denn die Karre? Das ist mein Auto, aber ich sag euch. Kann ich mal sitzen? Nee, tatsächlich nein. Warum? Lass mich doch mal sitzen. Das ist Nappa-Leder. Mich und meine Frau. Das ist Nappa-Leder. Ja, wir kennen uns aus mit Nappas Kinderleder. Ja. Und das? Ich hab schon viel für euch getan. Ich könnte euch ganz hoch rausbringen, das ist kein Problem. Lass uns jetzt sitzen und tausch dich aus Socken. Bleiben Sie doch mal ganz ruhig. Schauspieltalent. Genau. Das hört sich schon mal gut an. Haben Sie auch ein Management schon? Ja, doch ich bin meiner gar. So. Sie sind der Manager? Na klar. Braucht der Manager einen Manager? Was verdienen wir? Oh, ich war kurz pissen, hab ich was verpasst, Mann. Wir machen Deal 45-65. Den krassen Fall, jo. Nein, du bist ja genauso ein Abzieher wie der Twitch. Nee. Oh, warum nicht? Ich mach 30, ja. Ich nehme 45% nur. Und sie bekommen ja 65. Nein, dann gib mir 65%.
Nee, wir haben ja noch nichts verdient. Erstmal muss der Vertrag unterschrieben ich werden. Ich verdiene also eigentlich habe ich gestern schon, kam gestern schon die erste Serie raus, wo ich ein Schauspielerin war. Tatsächlich? Auf Weasel News. Ja, auf Weasel News. Die heißt wie? Dr. Chuck. Dr. Chuck? Und was für eine Rolle hatten Sie da? Ich bin eine Mitärztin gewesen. Genau. Aha, eine Arztrolle. Das ist, da muss man schon schauspielerische Kunst aber ich, haben, ne? Ich will nichts aus eurem Arsch trinken. Lasst mich in Zähnen, just zähnen. Was geht denn da? Das hört sich gut an, das hört sich gut an. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wenn du so reich bist, warum ist dein Jackel dann kaputt an der Brust? Weiß, das sind meine Nippel, Mann. Das ist kaputt. Das sind meine Nippel. Wenn Sie so reich sind, haben Sie $50,000 für uns? Wollen Sie was für die Suppenküche spenden? Tatsächlich habe ich 69 Cent einstecken. Ach, was bist du für ein Manager ständig? Muss ich die Telefonate da führen? Da vorne ist ein Geldautomat. Boah. Wir müssen dann noch weiter, ne? Kann ich mich einmal in 20 setzen mit meiner Frau? Wir haben leider Pressetermine, wir müssen jetzt weiter. Ne? Nur eine Sekunde. Kommen Sie am Dienstag zum Wrestling, dann können Sie sich reinsetzen. Ja, kommen Sie, Manager, Beef Yule wartet. Na klar, schönen Tag noch. Boah. Oh Mann. Aber vom Auto bitte. Ich bin fliegengebächt. Gut, naja, dann gehen wir jetzt mal den Kampf klar machen. Wir haben von denen auch Spenden bekommen. Ja, korrekt. Ja, was ist das nächste Ziel, Mann? Hallo, Simba. Ach so, wir müssen ja nochmal zurück zu dem Train. Ich trinke nichts aus dem Mikrowelle. Pinsel, wer sind die? Oh, Mann, wo seid ihr hier? Die hat eine Flasche aus ihrem Arsch rausgeholt und hat gesagt, ich soll die trinken. Nein, nicht aus dem Arsch. Der nimmt das irgendwie ganz komisch auf, Bude. Ja, wer bist du denn? Rakim von Wish? Wer bist du? Hier kriegst du zurück. Lass mal abbauen, die sind komisch. Aber wir müssen weiter. Wie cool ist das bitte? Jetzt zock ich Fortnite und trinke Cola. Toll. Und was jetzt mit Pinsel? Der kann ja gar nicht in die Karre rein. Aber wir müssen ja noch die andere holen, Mann. Also hast du da jemanden erreicht? Yo, Crispy. 4:07. Oh, warte, ich rufe an. Los, klingel. Na, was ist mit dem? Weiß nicht, der ist einfach immer so komisch. Frage, Mann, habt ihr noch hallo, Polizei. Servus. Ja, wenn wir jetzt nach... was waren das für Menschen? Die waren komisch. Ach, die holt eine Flasche aus ihrem Arsch und sagt, trink das. Ja, Distanz. Aber ganz schnell. Ganz schnell. Ekelhaft. Und was machen wir jetzt? Wir brauchen noch einen Platz für Pinsel. Ja, in einer halben Stunde haben wir erst den Wagen, Mann. Ich hab mein Auto hier hinten. Ja, wir können beim Pinsel mitfahren, dann fahren wir in Kolonne. Pinsel, wir sammeln Spenden für Suppenküche. Genau. Okay. Okay, Crackhaus, ja. Bis Crackhaus. Darf ich auch noch, ich muss euch was erzählen. Okay. Was denn? Ihr wisst doch, was gestern passiert ist, ne? Ja. Naja, Leute da. Verarztet. Nein, ich meine davor, als wir... Die Knatterei. Ja, die fette Party im Crackhaus. Dem Rucksack meine ich doch. Ach so, ja, Karo. Was für ein Rucksack? Ja, den wir da abgelegt haben bei der Übergabe, ja, genau. Die geheime. Ja. Genau. Und? Ja, wenn du denkst, das ist das Große, muss ich dir sagen, dass ich am selben Tag nochmal Scheiße gebaut habe. Ja, was denn? Okay, also... Die Kurzfassung ist, ich habe dir doch erzählt von dem Typen, dem die Traubenfelder gehören, der ja, mich nach einer Agrarlizenz. Genau, die Traubenmafia. Der ist sauer auf mich, weil ich seine Tochter beleidigt habe. Und der Freund von der Tochter ist von der Grove, der hat mich attackiert. Ich habe ihn K.O. geschlagen. Und dann kamen seine Freunde und haben mich kaputt geschlagen. Gestern Abend. Na, aber wir haben doch jetzt Crispy und Royale. Und jetzt haben Gangster, ja. Aber das ist gut, weil wir haben jetzt Probleme mit der Grove und mit der Mafia. Nee, warte mal, du hast ja, Probleme. Ja, mit denen habe ich auch Probleme, Mann. Ja, aber ich habe gesagt, mit Rotprobleme, Blau. Gesagt. Aber warum nur, weil man keine scheiß Agrarlizenz hat zum Taubenpflücken? Das ist doch... Was ist das? Pinsel, du weißt schon, dass du Polizist wirst, ne? Und du hast Stress. Ja. Ja. Kerl, für wie viel seid ihr fleißig?
Ach so, ihr seid. Was willst du? Mann, wir haben Stress mit den Trauben, auf, wir brauchen Hilfe. Mit und wem habt ihr Stress? Drauf. Mit Trauben. Ich hab dir ein Angebot gemacht, $5,000 gekriegt und den Shirt. Mann, du kriegst 5000 Schläge im Nacken, was für $5,000, du scheiß Wichser. Arschloch. Okay, du Panne. Fick dich. Ah. Ja, was sind denn Trauben, Alter? Na, Pinsel. Wenn ihr Trauben pflücken wollt, braucht ihr eine Agrarlizenz. Wenn ihr keine habt, kriegt ihr Ärger von der Traubenmafia. Der Mann heißt Senior Cambino oder so. Warte mal, Vito heißt Cambino. Ich ruf Vito an. Aber der war das nicht. Na, vielleicht kann der doch, was klären. Doch, das ist seine Familie. Der war doch auch mal da. Handy aus. Das können wir klären, Pinsel. Ja, aber scheiß ihn vor die Tür. Was hey. Machen wir wegen der Goof? Ja, das machen die. Könnt ihr dann Wi-Fi ziehen? Könnt ihr die kaputt machen? Wollt ihr was für die Suppenküche spenden? Was für eine Suppenküche? Wir machen eine Suppenküche mit Royale und Crispy oben in Grapeseed. Ah, nee, nicht mit Royale. Nicht. Also mit jedem anderen schon, aber nicht mit Royale. Hey, ja, fahr weiter, lieber Mann, sonst kommen die Bullets, ja, die flyen. Ja, mal fahren. Oh, shit. Hilfe! Royale, pack lieber Mac, wir sehen uns wieder, du Wichser. Ja, Mann, wir sehen uns. Hi, ihr Pussies. Pussies. Der hat eine Waffe nachgeladen. Wer war das? Oh, ich, Mann. Ach so, mein Gott. Ich dachte schon, die machen Drive hin. Hey. Ja, die Frage ist, warten wir jetzt auf das Echo Crispy, Mann, was wir heute schon alles angestellt haben, oder machen wir weiter? Wir machen weiter, wir wollen spenden. Wo ist denn ja, stimmt, wir müssen spenden, sammeln, Mann, das ist wichtig. Wir fahren mit dir und wir fahren hinterher. Wir fahren mit dir und wir fahren nur hinterher. Okay? Okay. Hörst du, Junge? Wir kommen sofort. Wo ist deine Karre? Vorne bei der Werkstatt. Wir müssen vorne zur Werkstatt. Da steht Pinsel out. Ja, Pinsel, da kommt doch deine Karre. Ist das nicht deine Karre? Einmal zur Werkstatt, bitte. Wie, was einmal zur Werkstatt? Ich kenne dich nicht. Doch, fahr mal los. Was ist denn hier los? Du hast mir aus dem Arsch gegeben. Ich verstehe nichts mehr. Ich verstehe so nichts verwirrt. Mehr. Komm, wir fahren dann hier mit, wenn okay. der dahin gebracht wird. Arme zu Werkstatt. Vielleicht ist er jetzt auch eben. Oh, bin ich ein Taxi oder was? Dieter, danke schön für den Prime Sub im 36. Monat und Pineapple Panda, danke schön für den Wisdom 43. Oh, bin ich Alter. Gelb, dann musst du zu den Tacos, ja. Taco. Ich glaube, die haben uns so befallen. Oh. Fickt euch, ihr scheiß Nipskörner. Jo, was? Wenn die ist, keine Hast Ahnung. Hast du gerade zu uns mein Curtis mit C, willst du für die Suppenküche spenden? Ja, klar, warte, hier. Wir nehmen Essen und Trinken, Kleidung und Geld. Danke. Bitteschön. Mann, schreib mir das auf. Da steht die Frau meiner Träume. Wer? Jo, was? Pinsel meinte, die hat sich eine Flasche aus dem Arsch gezogen. Ohne Scheiß. Ja, ich muss dann auch mal los, ne? Bagger mich noch einmal so an. Hämmert Fäuste. Ciao. Okay, wir schalten aus. Wir brauchen die Karre und wir müssen nach Kaiserwende fahren. Hä? Pinsel, frag mich in deine Karre. Hallöchen, dürfte ich. Schattenbohnen, danke schön für die Wiese am 46. Ich habe eine Frage. Wir sind Hallo. Von der Suppenküche und wir wollten fragen, ob ihr vielleicht eine kleine Spende habt in Form von Essen, Tinken, Kleidung oder auch ein wenig Geld. Oh, wo ist der Chef? Wo ist der Chef? Ist gerade hinten vor der Bühne. Ja, wir können gleich auch nochmal nachfragen. Ja, mach das. Vielen Dank. Wir bauen einen Ort für Obdachlose. Ihr baut einen Ort für Obdachlose, okay? Ja, oben im Norden. Im Norden oben? Ja. Ja. So. Und wo genau? In Grapeseed. Okay. So. Die Suppenküche ist immer auf, da kann sich jeder etwas holen, der etwas braucht. Genau. Das ist eine sehr noble Idee. Wir haben schon 17 Kilo Rips geschenkt bekommen, über $1,000 Spendengelder gesammelt. Echt krass. Ja, damit gehen wir einkaufen, Klamotten für die Obdachlosen. Nicht schlecht. Ich habe leider nichts bei mir, sonst hätte ich euch was gegeben. Ist mein erster Tag hier. Ich bin noch blank. Und wie gefällt Ihnen die Arbeit?
Ja, bis jetzt gut, ne? Die erste Stunde ist rum. Der erste Paycheck kam. Genau. Mila, das den können wir fragen. Das ist der mit der Darmspülung. Darmspülung, ja super. Hallo. Hallo. No, grüße. Und? Ich hab mal eine Frage. Ja, du hast eine Frage. Wir Was hast du denn dir für eine Frage? Ein Ding gefallen getan mit der Darmspiegelung. Wir haben dich ja komplett durchgepumpt. Ja, naja, du weißt auch, Routinekontrolle im Alter muss das sein. Nee, wir sind einen ganzen Schlauch in den rein. Also, was wir da erstmal absäbeln mussten. Bitte? Aber auf jeden Fall. Den Herrn Pinsel. Wir eröffnen eine Suppenküche. Eine Suppenküche? Ja, da kann Obdachlose gerne hinkommen. Sind wir offen, da gibt es dann Essen, Trinken und jetzt gerade sammeln wir Spenden in Form von Kleidung, Essen, Trinken. Ja, warte mal, lass, komm mal mit. Oder Geld. Was? Hab da noch Restbestände. Sind Sie von einem Motorradclub? Ja, ich bin der Präsident. Wie kann man Mitglied werden? Kann man Mitglied werden? Ja, wem muss ich auf die Schnauze? Oh, einigen. Beruhig dich, Teddy. Wer ist denn Teddy? Einfach Teddy. Die Frau. Mach mal, Daddy, geh mal in den Teddy. Kofferraum. Mila, du musst an den Koffer. Da, nicht da du, Pinsel. Ich muss an den Hey, nicht du, Pinsel. Und abonniert mich auf Bounce. Na, Caro. Ja, so was hab ich nicht. Das muss sein. Ich heiße da Peaches, abonniert mich. Aktiviert was kann ich denn da rausnehmen? Abo für Abo. Ja, müsstest du mal gucken. Ich hab da müssen noch so ein paar Burger Na klar. sein. Irgendwie. Wir sind Wildcats in Wien. Aber erst wenn du machst. Ich hab schon. Das nicht. Ich nehme Na, aber okay? Wir reden davon Bounce. Alle nehmen. Ich hab keinen Bounce. Ja, kein schön. Problem. Nee, das ist teuer. Ich hab kein Geld dafür. Immer. Opfer. Sehr lieb. Hey. Pass auf, du! So, aua! Jo, so nicht! Ja, du Opfer, aua! Kriegst du auch gleich, so! Ja, du Opfer gesagt zu mir! Ja, ich weiß nicht, wie sie dazu kommen. Fast so, jetzt steh auf, stell dich nicht so an, Junge. Die war ja zärtlich. Schweinerei. Ich glaube, ich hab deine Musik schon mal Hallo, Chef. Das kann sein, Chef, so ein Liebeslied für Mann. Mila, geht's dir, Junge? Mila, ja, Juhu, zurück geht's mir, du. Kannst du mal eben schnell die Rampe oh, die eins frei machen da? Ja, klar. Also so ein bisschen wenigstens, damit er rausfahren kann. Chef. Wunderbar. Ja, bitte. Lass das mal zur Seite gehen, damit er wegfahren kann. Ja, zu welcher Seite denn jetzt? Achso, ja, das ist... Zu welcher Seite? Zwei laufen nach rechts, einer nach links. Oh, Mini. Der hat mich angefahren. Ach, komm. Ich hab nichts gesehen. Scheiße. Ich auch nicht. Herr Chef, wir wollen im Norden eine Suppenküche eröffnen für Obdachlose. Das wird dann ein Häuschen sein, das ist immer offen und dafür sammeln wir momentan Spenden in Form von Essen, Trinken, Kleidung oder auch ein bisschen Geld. Und wir wollten fragen, ob Sie auch vielleicht ein bisschen spenden wollen. Das machen wir auf jeden Fall, das halte ich für eine gute Sache. Ich habe Klamotten, die ich spenden kann. Oh, Endzeit. Also mit Klamotten und Essen kann ich nicht dienen, weil wir sind hier eh immer unterversorgt irgendwie. Also, ne, schwer arbeitende Männer brauchen Essen natürlich, aber wir haben leider nie wirklich was da. Aber ich kann natürlich mit einer kleinen Geldspende kann ich was machen. Das können wir machen. Großartig. Alles für die gute Sache, ne? Ja, natürlich. Da vorne kommt unser Chef von der Suppenküche. Du Junge, ne? Wenn ich dich angefahren hätte, ne? Du weißt, wie mit der Darmspülung. Ich mach keine halben Sachen, du. Dann wäre ich komplett drüber gefahren. Die Darmspülung haben Milo nicht gemacht. Ja, ich weiß. Aber da auch ich keine halben Sachen, ne? Das ist ja voll die Hornhaut weg? Was? Der Darm hat eine Hornhaut? Ah, Junge. Also der Po. Vom ganzen Moped fahren. Ja, ach so, ja, jetzt verstehe ich das. Ja, gut. Mein Chef, der Mann von der Autoreparatur, der spendet auch was für die Suppenküche. Ja, vielen Dank, Mann. Das Crackhaus sagt danke, jo. Das Crackhaus? Ja, Suppenküche. Das Crackhaus? Ja, ist eine Suppenküche. Ich hätte ein paar Klamotten übrig. Ja, ich meine, Klamotten nehmen wir auch, Mann. Ich nehme auch gern. Ist so eine clevere Geschäftsidee. Und Bernd, hast du die Nummer von der Dame? Nö, habe ich nicht. Und gib mir deine Nummer. Ich rufe dich an. Ich musste die erst zurecht machen und einen Sack packen und so. Und nochmal waschen vielleicht. Ja, waschen wäre echt gut. Jupp, ich meine, willkommen. Bitte. Hallo. Ganz bedürftig. Hey, Arschloch. Nein. Ja, da, ich meine, wenn da frisch gekocht wird auf jeden Fall. 6, 5, 6, 7. Jupp, du kannst du dich mal kurz um meinen Wagen kümmern. Ja, na klar. Ja, Dankeschön für den Wies am 10. Und auch kein Dankeschön für den Prime am 19. Peaches. Peaches.
Und Jupp, ich glaube, die Scheiße kann man auch steuerlich absetzen, ne? Ich glaube auch. Hab wenn du mir jetzt noch sagst, wo ich das machen soll. Ja, ja, bei der hast Stern. Du nur Klamotten oder hast du Geld? Ich wem kann alles. Ich denn jetzt die Spende nee, was geben? Ich, was brauche ich noch? Ja, einfach mir geben, ja, oder irgendeinen von den anderen. So warme Sachen. Entweder ja, dem Chef oder mir oder Mila oder Chris oder Pinsel. Ich fast gar keinen Stoff. Mir egal. Ja, wir nehmen auch Alkohol, Mann. Sexspielzeug, Gummibärchen, ganzen Kram, ja. Wir machen da alles. Alles, was wichtig ist für die Obdachlosen. Ich sagte, ich würde alles das geben, aber ich habe davon einfach leider gar nichts da. Obelose, Mann. Lottoscheine. So ein Ding. So, Crackpipes. Mach mal deine Hand auf, du. Dongs. Ich guck mal, was ich jetzt einzelne Scheinchen, du. Nicht, dass du wegkriegst. Spritzen. Spitzen. So. Ja, ja. Hier, nimm mal den Bündel, du. Mhm. Ja. Oh, es sind Nachzählen, das stimmt sowieso. Damit die nicht mehr die ja, ich will nur gucken, benutzen. Wie viel für komm, die Buchhaltung, Mann. Komm mal, ich helfe dir beim Zählen. So. Ich glaube, ich habe noch eine kaputte Bon. Könnt ihr die reparieren? Na klar. Ja. Klasse. Ja, danke für 1000 Dollar, Mann. Boah. Na, ich hoffe, das hilft ein bisschen, was du. Ja, auf jeden Fall können wir dafür einen Drogen kaufen, Mann. Ja, der tut sich gut dann für das Crackhaus, ja, ne? Für die kleinen Kinder. Ja, also Suppenküche, da weiß jeder, was ist, Mann. Das ist aber ein bisschen negativ behaftet, yo. Ja. Weißt nee, du, der moderne Shit heißt jetzt Crackhaus. Für die Jugend, Mann. Natürlich, natürlich. Für die Kids, yo. Genau, für die kleinen Kinder. Die Zukunft, Mann. Natürlich, genau, die Zukunft. Die Fans. Du bist Steuerzahler, du. Richtig. Morgen. Mina! Er zahlt den Steuern, ja. Weasel News sucht neue Schauspieler. So, Jupp, komm, du musst aber 301, 301, wir fahren. Jo, danke, Mann, wir müssen los. Viel Erfolg, Mann. Danke, jo, danke, jo. Ja, wunderbar. Ich komm nochmal vorbei, guck mir das mal an, du. Ich weiß es nicht, Mann. Warte, wir müssen kurz bei Weasel News anrufen, die suchen Schauspieler. Ja, ich dachte, da fahren wir jetzt hin, Mann. Ja, Mila, komm, wir fahren da hin. Oh, ach so, okay. Was ist mit Pinsel aber? Weiß nicht, wo ist der denn? Pinsel, wir müssen los. Ich habe keinen Schlüssel. Suchen... Ach so, wie, ja, du hast keinen Schlüssel. Chef noch. Chef hat den Schlüssel noch. Moment, ich gehe mal zu dem. Wir fahren zu Weasel News, die suchen Schauspieler und ich melde mich da. Ich auch. Ich bin nämlich Fame Girl. Ja. When Fame. So, deinen Schlüssel kriegst du noch, du. Geht's dir besser? Der Primo war das, ja, genau. Nilau. Wir fahren mit Pinsel, wir kommen nach Weasel News, okay? Ja, Treffpunkt Weasel News, check. Bis gleich. Heiß. Ich schreibe auf den Deckel. Na, das wird teuer beim nächsten Mal dann aber. Wie viel kostet denn der? Warte mal, man kann auf den Deckel schreiben. Wie viel? 250. Schreibst du auf den Deckel, oder? Ist in Ordnung. Danke. Pinsel, du bist ein Pernan. Ich komm nie wieder hier hin. Wir müssen nach Weasel News. Wo sind die anderen schon vor? Wir haben betroffen uns da.